Bevor ich mich natürlich bei der Bogota-Bubble erkenntlich zeige für euren unfassbaren Support, den ihr mir dieses ganze Jahr gegeben habt, möchte ich natürlich an allererster Stelle meinen wunderschönen und supergeilen und höchst kompetenten Mods danken. Ja? Und ich habe mit dem Bruder Jay habe ich lange überlegt, okay, was können wir machen, dass wir das auch im Stream machen. Wir machen es wie letztes Jahr, dass wir die Brüder auf jeden Fall hier in den Discord holen und die Brüder auch mal zu Wort kommen, ja. Und danach ist es so, dass ein Battle stattfinden wird. Was das für ein Battle wird, erkläre ich dann, ja, wenn es soweit ist, damit die Jungs sich nicht vorbereiten werden, ja, damit die sich vorbereiten können, weil die wissen auch von nichts. Die wussten jetzt nicht, was drauf zukommt. Ich habe nur gesagt, kommt alle rein heute. Und kommt in Discord, damit ich euch anrufen kann. Ja, ja, Bino Cousin, was da los, hä? Ey, es wird super lustig heute. Ich hab mir sehr, sehr geile Fragen ausgedacht. CoolTV, was geht, mein Hübscher? Dankeschön für den Raid hier mit 672 Leuten hier drin geschallert. Ihr wisst ja selber, ich hab mit Henshi und mit Jay habe ich zwei OG-Mods, die hier schon lange dabei sind. Jay kenne ich mittlerweile auch persönlich, ist zu einem echten Bruder geworden, ist zum Rückenmark dieses Streams geworden. Ja, was der Bruder hier hinter den Kulissen stemmt, ist unfassbar, Digga. Ich habe teilweise, wenn ich drüber nachdenke, Alter, da muss ich wirklich sagen, hätte ich ein Herz, ja, würde mir das erweichen. Ja, also was Jay hier hinter den Kulissen macht, ist wirklich unfassbar, Digga. Danke für alles, Mann, Alter. Ohne dich und ohne deine Rat und ohne dein offenes Ohr und ohne deine schonungslose Ehrlichkeit hätte ich vielleicht schon das eine oder andere Mal ernsthaft damit mit dem Gedanken gespielt, alles hinzuschmeißen. Ja, gerade wenn es so ein bisschen in Predouillen geht oder sonst was, Rückschläge, dies, das, ja, Bruderherz. Nee, deswegen, also da auf jeden Fall nochmal special Shoutout und natürlich auch Henshi, mit dem ich schon im Privatleben sehr, sehr viele Jahre gut befreundet bin. Ja, das sind die OG-Mods. Ja, dann haben wir 5 Mods, die uns danach sozusagen mit ihrer Anwesenheit beehrt haben. Ja, da sind heute alle da, außer der gute Asparius, der hat es leider nicht geschafft heute. Ja, das heißt, für den Bruder muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Der ist noch unterwegs. Und dann haben wir noch 3 neue Jungs, ja, 3 junge Hüpfer, würde ich es mal nennen. Ja, 3 junge Hüpfer und diese 3 jungen Hüpfer sind ja erst seit kurzem hier, aber haben sich hier schon nachhaltig, ja, haben nachhaltig schon hier ihren Stempel aufgedrückt, ja, also Jungs, ganz ehrlich, ja, Respekt, ja, Respekt, Dankeschön auf jeden Fall an alle, an jeden Einzelnen von euch für euren Einsatz, ja, ihr seid geile Jungs, Fanboy. Es macht sehr, sehr viel Spaß mit euch. Und ich bin dankbar. Ich bin wirklich dankbar, dass ihr den ganzen Kurs hier so supportet, dass ihr mit Spaß bei der Sache seid, dass ihr Verständnis habt, ja, für auch manchmal sehr spontan getimte Streams und alles drum und dran. Ja, ihr seid die Geilsten, ohne Scheiß. Ja. Fieses Rap-Quiz zwischen den Mods. Du hast es richtig erkannt. Genau das machen wir jetzt. Genau das machen wir jetzt. Können die Mods was gewinnen? Genau, jetzt geht's nämlich darum, ja. Also Jay und Henshi. Die sind außen vor, die machen nicht mit bei dem Battle, ja. Die Jungs sind hier schon Veteranen und auch privat halt auch Freunde von mir, ja. Mir geht es jetzt in erster Linie darum, in diesem Stream die Fünferkette zu huldigen, ja. Die Fünferkette auch zu würdigen, hier in aller Ausführlichkeit im Stream und auch zu Wort kommen zu lassen, die wir dieses Jahr hier neu eingeflochtet haben, ja. Und dadurch, dass Asparius nicht da ist, hat auch einer der 3 Neulinge die Möglichkeit, in einem Playoff in das eigentliche Battle reinzukommen. Fanboy. Ja, wir starten mit den 3 neuen, wunderschönen Mods, die denn neu dazugekommen sind. Ich stelle euch dreien in 3 aufeinanderfolgenden Playoffs jeweils pro Battle 5 Fragen, das heißt 15 Fragen insgesamt. Und wer danach die meisten Punkte hat, rutscht rein für Asparius in das Main Battle.
Ja. Im Main Battle ist genau das gleiche. Wir haben dann insgesamt fünf Teilnehmer. Fünf Teilnehmer spielen insgesamt jeder gegen jeden. 10 Spiele. Auch da wieder 5 Fragen. Wir zählen mit. Wer kumuliert die meisten Punkte hat, ist dann der Gewinner. Ja. Der Fünftplatzierte und der Viertplatzierte bekommen jeweils von mir einen 25 € Amazon-Gutschein. Der Drittplatzierte bekommt von mir einen 50 € Amazon-Gutschein. Der Zweitplatzierte bekommt von mir einen 150 € Amazon-Gutschein. Und der Erstplatzierte bekommt von mir einen 250 € Amazon-Gutschein, Motherfucker. Ja? Für alle, die es nicht verstanden haben, wie wir das machen, ihr werdet das jetzt sehen. Ja? Ihr werdet jetzt sehen, wie das abläuft, okay? Also, Mods, maximaler Druck, maximale Nervosität ist hoffentlich da. Ja? Boom. So. Okay. Ich habe Jay gefragt, ob der Bruder mit im Discord rumschwirren würde. Ja. Einfach weil ich mich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar, verzählen werde. Fanboy. Und Punkte an irgendwen gebe, der sie gar nicht verdient haben. Einfach noch, um eine zweite Meinung zu haben. Ja. Karatepert, danke für den Twitch Prime Sub. Bruder muss los, ja. Und wie bei kennst du den Song immer genau, ja. Ist noch nie passiert, Alter. So, also wie gesagt, wir lassen jetzt erstmal hier Albino Cousin, Mikrowellenmeister und Emre Fanboy. miteinander battlen, ja. Und da würde ich sagen, ja, wir könnten eigentlich mal loslegen. Ich habe jetzt mal den Discord aufgemacht hier. Ich rufe jetzt mal Jay an. Wir gucken mal, ob wir Jay anrufen können. Voice. Start Voice Call. Darth Mörder, danke für die 200 Bits. Arme Mods werden hier einfach ungefragt zu Gladiatoren auf Marvins Schauspielbühne gemacht. Richtig. Ja. Jay? Sattler, danke für die 500 Bits. Marvin Texas Stream am Abend kann mir den Scheißtag dann doch noch retten. Ja, danke schön. Danke schön. Marvin, einfach spendabler als Streamer, die 10-mal größer sind. Echt? Wieso? Was geben die so? Dann korrigiere ich das noch nach unten. Nein, Quatsch. Ey, Jungs, ihr habt übertrieben krasse Arbeit geleistet, ja. Und es ist so, dass wir, bis wir natürlich hier auf geisteskranken Level sind, hier, ja, das Ehrenamtliche natürlich primär am Start sein wird, ja. Aber ich will euch natürlich hier nicht nur verbal, sondern auch mit einer kleinen milden Gabe, ja. Ehren, dass ihr eure Freizeit opfert. Jay, ich hab dich, glaube ich, schon gehört, oder? Bist du drinne? Jo Marvin, jo Bogota Babel. Jo, warte mal, du bist sehr, sehr leise. Kannst du dich lauter machen? Jetzt, glaube ich, Ah, gut. echt. Herrlich. Ja. Jay, wie geht's dir mal besser? Alles gut mit dir, Mann. Du weißt ja selbst, ich bin ein bisschen angeschlagen von der Ja, Boosterimpfung. der Jay ist gestern mit gutem Beispiel vorangegangen und hat sich natürlich den Booster in den Augapfel drücken lassen, meine Freunde, ja. Ja, absolut. Und ins Genick. Ins Genick nochmal, genau. Nee, schön, dass du trotzdem dabei bist, mein Bester. Ist natürlich schön, auch dich mal wieder im Stream zu hören. War auch lange nicht gewesen jetzt, ne? Ja, so Hm, kommt es, ja. kommt. Kommt, wie es kommt, genau. So, und die habe ich das ja schon, meine bekloppte Idee ja schon mal präsentiert. Ich denke mal, für dich ist es soweit klar, ne? Ja. Ja, ne? Dann würde ich sagen, wir fangen mit den jungen Hüpfern, würde ich sagen, fangen wir an, oder? Absolut, das Ja. Playoff geht mal vor. Das Playoff geht mal vor, genau. Ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt muss ich hier zu diesem Call Add Friends to DM muss ich machen. So, und wir fangen an mit, na, Albino Cousin, Mikrowellenmeister, Emre, wer möchte? Richtig, rein mit euch Na, hier. wer will? Wer will? Keine Nein. Schüchternheit. Wir adden mal als erstes Albino Cousin, ja. Mal gucken. Hallo? Hey, was geht, Bratan? Alles klar. Alles klar bei Oh, dir? ich merke gerade, ich bin, ich, meine Stream ist hinten drin. Warte mal kurz. Was ist hinten drin? Also jetzt hören wir dich gut, Digga. Wie geht's dir, mein Bester? Ja, gut, danke. Wie geht's dir? Bestens, bestens, bestens. Jay ist auch am Schön, Stissel schön. und Hallo Jay, hi. hey, oh Mann.
Yeah, stark, stark, Jo. stark. Willst du dich kurz vorstellen? Weil du bist ja jetzt sozusagen auch einer der Jüngeren. Du musst jetzt hier nicht deinen echten Namen und deinen Wohnort und deine Sozialversicherungsnummer nennen oder sowas, aber vielleicht einfach mal, so wie ich dich jetzt hier gerade komplett überfalle, ja, vielleicht einfach mal ein, zwei Sätze, wenn du magst. Ja, also mein Name ist Albino Cousin, wie ihr schon gehört habt. Den Namen haben mir südländische Freunde gegeben. Ich bin wohnhaft in der Schweiz, Nice. höre seit, naja, schon ewig eigentlich Rap, Deutschrap erst seit circa, na was sagen wir, 10 Jahre oder so, aber ich habe davor Englisch halt viel gehört und Holländisch und so, weil ich Niederländer bin. Ja, was soll ich sonst sagen? Was willst Geil. du wissen? Geil. Hier steht gerade, hast du einen Lieblingsrapper? Wahrscheinlich Deutschrapper. OG Kimo, safe, safe. Safe. Okay, krass, Digga. Krass. Nice, nice. Und wie gefällt's dir bisher so in unserer Mod-Truppe? Ist schön, oder? Ja, man ist super, super. Alle haben mich gut aufgenommen und so. Ich bin echt dankbar, dass ich dabei sein kann. Na, wir haben ja auch, Jay und ich, uns war es ja auch wichtig, dass wir halt auch Leute mit ins Team reinknüppeln, ja, die auch schon eine History haben. Ja, du warst ja vorher schon fester Bestandteil der Bogota-Bubble und es ist natürlich auch schön, dann ja, das so zu sehen, ja, dass man halt auch Leute hat, die Interesse haben und nicht einfach nur so shopping gehen. Ja, gibt es ja Leute, die bewerben sich mal als Mod, ja, das quatscht dann halt so, ne? Nee, fetzt, Alter, fetzt. Ja, guter Geschmack, der Mann, sehe ich hier gerade auch im Chat, ja. Angenehme Stimme hast du auch, du hast ein geiles Mic, Digga. Ja, danke, danke. Ist vom Handy, keine Ahnung. Ist vom Handy, na, siehst du, Digga. Ja. Ja, gutes Handy, ja, schön, schön. Okay, nice, dann würde ich sagen, wir holen mal Fanboy. deinen ersten Gegner, ja, kann man ja fast schon so sagen, ja. Heute ist ja Battle, ja, heute gibt es keine Freunde, auch wenn wir natürlich hier alle ziemlich beste Freunde sind, heute ist jeder sich selbst am nächsten, meine Freunde. Okay? Arafat Abu Chaka, danke für den T1-Sub. 15 Monate am Start. Schön. Auch Arafat endlich dabei jetzt hier. Ja? Er hat sich anscheinend von meinem Manuelsen-Interview so überzeugen lassen, dass er jetzt mit am Start ist. Schön. Ja? So, jetzt haben wir mal den Mikrowellenmeister noch geaddet. Komm rein in die gute Stube. Was geht, was geht? Na? Wie geht's dir, Digga? Passt, freut auch Passt. dich. Ja, warte, ich mach dich auch mal ein bisschen lauter, weil du bist ein bisschen leise. Sag mal nochmal was. Jo, jo, jo. Ja, das geht. Das geht. Ja. Wie geht's dir, mein Hübscher? Alles super. Ja? Bist du ready für Battle? Ja, man kann sich ja nur blamieren. Das ist richtig, absolut. Ja, schön, schön, schön. Wie, noch lauter? Noch lauter? Ich hab schon auf volle Prozent. Komm näher ans Mic, Digga. Komm ran auf den Meter hier. Kann mich bestimmt auch noch lauter machen. Ja, Kleinen dann Moment. geht doch, passt. Ja. So, also, habt ihr das soweit mitbekommen? Was wir jetzt hier Yes. machen? Ja? Yes. Ich stelle euch jetzt Fragen und da wir keinen Buzzer haben, müsst ihr einfach in den Chat hier, seht ihr den Chat? In Yes. unser Gruppenchat hier, der es als erstes weiß, schreibt eine Eins rein. Wessen Eins zuerst in den Chat reinschallert, der hat Vorrang und darf die Frage beantworten. Im Discord, ja? Ja, im Discord muss ich rein. Am Discord, Genau. ah. Auch Hm. D-Squared genannt von dem einen oder anderen Rapper. Und Henshi, bist du da? Im Ah, Chat? jetzt. Mach dich mal erkenntlich. Mein wunderhübscher. Jo, geil. Also. Ich würde sagen, Fanboy! immer wenn ich die Fragen stelle, mach mal Emote-Only-Chat an, damit der Chat nicht spoilern kann. Weil ich glaube natürlich auch, dass im Chat sehr, sehr viele Ehrensupporter dabei sind, die die Antworten der Fragen natürlich kennen. Ja, das heißt, kurz einfach den Emote-Only an und dann, sobald wir aufgelöst haben, dann wieder aus. Kriegst du das Okay. hin? Nur Emotes-Chat haust du den Button einfach rein. Fertig. Genau. Sowas, genau. Also jetzt musst du noch nicht, ja, sondern genau, ja, perfekt. Super. Super. Ihr wollt ja auch, dass die Jungs sich das hier verdienen, oder? Oder was? Oder wie? Ja. Kevmaster, danke für dein T1-Sub, 4 Monate am Start. Oh. So, der Grund, warum ich natürlich differenziere, ja, zwischen den 3-9 und den 5, die hier das ganze Jahr mit supportet haben, ist natürlich, ihr seid jetzt noch nicht so lange dabei, logischerweise, ja, deswegen seid ihr natürlich dann, Fanboy. wenn es in Zukunft nochmal solche Sachen gibt, dann auch alle am Start, ja, aber ich wollte euch jetzt auch nicht komplett außen vor lassen. Deswegen hat natürlich einer von euch die Chance
aus den Playoffs ins Battle zu kommen. Ja. Und ich würde sagen, wir könnten loslegen. Schlag den Star ausgedribbelt von der Bubble, ja. Ich sag mal so, ich hätte auch Bock drauf, sowas mal professioneller nochmal aufzuziehen und dann vielleicht auch mal Leute gegen mich antreten zu lassen. Ja, hier online. Auch gerne die Mods, ja. Und gucken wir mal. Gucken wir erstmal, ob das heute uns Spaß macht, okay? Also, die ersten Playoffs starten. Albino Cousin gegen Mikrowellenmeister. Seid ihr ready? Yes. Ja, beide meine Eins in den Chat hier, dass ich sehe. Super. Okay. Erste Frage. Welcher Rapper hatte meiner Meinung nach mit einem weiblichen Feature-Gast den Hit des Jahres? Niklas? Ulster Warsch, AMG. Top, das ist der erste Punkt hier für den Mikrowellenmeister. Sauber. Sauber. Ja. Ich habe übrigens eine Sache vergessen zu erwähnen. Es sind nur 3 Fragen pro Match in den Playoffs. Du Fanboy! Ja. Oh. Ja, genau. Also. Oh. Also, streckt euch an. So, zweite Frage. Welche Schriftfarbe hatte die Was bleibt ist Aschebox? Oh, Digga, der ist so schnell. Was soll ich machen? Der ist ein echter Kenner. Mikrowellenmeister? Rot, glaube ich. Rot war es richtig, ja. Nice. Passi, danke für den T1 Sub. 7 Monate am Start. Okay. Nächste Frage und letzte Frage dieses Matchups. Wer war vor Manuelsen zu Gast in der Town Hall? Albino Cousin? Daniel Slotin, das ist richtig, ja. Oh mein Gott, wie kann ich ihn denn vergessen? So. Aber ich habe ja schon verloren. Nee, du hast noch nicht verloren, weil alle Zahlen, alle Punkte der 3 Matchups werden ja zusammengezählt. Ah, ja. So. Genau, ja. Genau. Du hast ja noch einen Match gegen Amok, Digga. Ja. Ah, ja, stimmt. Mhm. So, warte, jetzt muss ich das noch aufschreiben. Das ist alles handmade heute. Ich wollte erstmal gucken, ja, ob sowas überhaupt Spaß macht im Stream. Ich finde es bisher mega lustig. Also, haben wir Mikrowellenmeister, geht mit 2 Punkten in Führung. Ja. Albino mit einem Punkt dahinter und noch eine Nullnummer. hat der gute Amok, aber den holen wir jetzt in den Chat rein, also in den Stream. Und ich würde sagen, ich mach das mal. Warte, Add Friend. Da ist er. Add. Und jetzt machen wir erstmal wieder Vorstellungsrunde. Also ihr kannst Emote Only Chat ausmachen. Angie, dankeschön. Jo. Was geht ab? Jo, hört man mich? Ja, man hört dich. Yes. Okay, perfekt. Wie geht's dir, Dickerchen? Ich hau mal kurz richtig hier auf. Moment. Was machst du? Ich wollte gucken, ob ich dich hier auf. Bin jetzt auf Handy. Mhm. Und ich wollte schauen, ob ich dich auf Lautsprecher schalten kann. Okay. Na, dann mach das einfach mal. Damit ich dich nicht auf dem. Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall den Stream zu muten, während du im Discord kommst. Das habe ich schon getan. Okay, perfekt, super. Okay. Bleibt es als VOD? Ja, klar, bleibt es als VOD. Das ist eine coole Erinnerung, cooles Highlight. Jetzt weiß ich, was Emote Only ist. Nehme noch am Leben teil. Ja, hier lernst du was, Dickerchen. Ja. Guck dir das an. Ich habe gerade einen Discord-Call mit 5 Leuten. Ja? Das ist der Wahnsinn. Ja? Wie ich das alles meister. Unfassbar. Technik-Freak Marvin Texas wieder am Rasieren hier. So, was sagt das Ohr, der Lautsprecher? Ja, ich habe dich jetzt soweit ganz okay. Du hast mich soweit ganz okay. Okay, ja. Supi. Ja, was geht sonst bei dir? Alles bestens. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Ja, gut, danke. Alles super, ja. Meint nicht. Wie gefällt's dir bisher? Mod-Truppe und alles? Alle cool. Die besten. Lustige Truppe. Cool, ja. Die besten.
Auf jeden Fall gute Leute geholt. In allen Kommunikationsgruppen ein Schenkelklopfer jagt den nächsten, oder? So ungefähr, Richtig. Mikrowellenmeister, was sagst du denn dazu? wie bitte? Was sagst du denn dazu? So was? Das war gerade kurz mental abwesend. Was war gerade? Mentaler Fehler gerade? Was hast du gesagt? Mental abwesend. Mental abwesend. Ja, du musst hier aufpassen. Du wirst hier, das ist wie in der Schule. Ja? Da kann es passieren, dass du einfach mal drankommst, obwohl du dich gar nicht gemeldet hast. Wie Manuelsen in der Town Hall. Ne? Was sagst du denn? Wie ist die Stimmung bisher so in der Mod-Truppe? Stimmung ist Cool? super. Alles nice? Alles gute Leute. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mit dem nächsten Matchup. Machen wir weiter. Ja, und zwar ist das Albino gegen Amok. Okay? What? Ja, seid ihr ready? Amok, mal von dir eine Eins in den Chat, Ja. dass ich sehe, dass das passt. Super. Haut hin. Okay, nächste Frage, meine Freunde. Wer war vor Daniel Slotin zu Gast in der Town Hall? Albino? Janusz. Das ist richtig. Ja. So, da haben wir Albino 2, Niklas 2, Amok 0. Okay. Genau, bei zwei. Welcher Song von 1996 ist mein All-Time-Lieblings-Deutschrap-Track? Ist schwer. Ihr könnt auch raten. Und wenn ihr einmal ratet, dann ist kein Problem. Ja, also, wenn der andere auch falsch rät, dann könnt ihr immer weitermachen. Ja. Deutschrap-Song, safe. Ja, Oh. Amok. Das sind wahrscheinlich die vom Haftbefehl. Ich sage Nein. einfach mal, ich weiß Nein. gar nicht, wie viele Nein. gibt's. Nein. Nicht Nein. Mafti? Nein. Okay. Okay, Albino kann. Dann weiß ich gar nicht, wer die sind. Was war da? Oh, 96 bin ich geboren, Alter. Was soll ich sagen? Ja. Wenn ihr es. Blumentopf? Ach, das war 99. Also Blumentopf kommt der Sache schon ein bisschen näher, würde ich sagen, ja. Aber auch falsch. Also wäre jetzt der Ball wieder bei Amok. Ich habe ehrlich gar keine Ahnung, wie die heißen. Okay, wir können die Frage auch einfach unbeantwortet lassen, ja. Dann gibt es da keinen Gewinner. Henschi, mach mal kurz den Emote Only aus und dann sehen wir mal kurz, ob das im Chat jemand weiß. Shinji, danke für den Team und Sub, 10 Monate am Start. Oh. Etwas von Freundeskreis vielleicht? Sepp Rollins weiß es. Da gucke hier. Ah. Ja. Siehst du, ein paar sind auf jeden Fall durchaus hier bewandert in der Sache. Fettes Brot mit Jein wäre die richtige Antwort gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Tatsächlich mein All-Time-Favorite-Deutschrap-Track. Okay, cool. Da kriegt da keiner einen Punkt von euch. Ja, schämt euch auf jeden Fall in Grund und Boden. Und wir machen weiter mit der letzten Frage von eurem Matchup. Bei welcher Hip-Hop-Plattform habe ich kürzlich ein Interview gegeben? Oh. Albino? Fuck, bei Burak. Oh. Nein, 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 sorry. Ach, wie heißt oh. Bei Boogie und Belasch. Ach, wie heißt? Digga. Drei, zwei, eins. Scheiße, nein. So. Fuck. Sorry, ja. Emok? Hast du eine Also ich Ahnung? weiß jetzt auch nicht, ob Boogie davor war, aber ich Ne, sag ne, TV ne. Straßenzeug Ja, auf Burak. TV Straßensound ist richtig. Es ist ja jetzt in dem Sinne keine traditionelle Hip-Hop-Plattform. Ja, Boogie und Belasch, das ist ja, die haben ja Podcast und da gibt es ja auch noch Musikvideos Ah. und so weiter. Alright, okay. Amok hat sich auf jeden Fall hier seinen ersten Punkt geholt. Das heißt, der Endstand nach zwei Matches ist auf jeden Fall. Albino 2, Mikrowellenmeister 2, Emok 1. Richtig, Dankeschön. Ja. Hab ich auch. Hab ich auch, Jay. Super, okay. Geil. Okay, dann kommen wir zum letzten Matchup in den Playoffs. Ja. Amok gegen Mikrowellenmeister. Fanboy. Ja. Jetzt kommt das große Finale, meine Freunde. An sich ist noch alles drin, ja. Jeder Fanboy. kann Direkt. rein theoretisch noch gewinnen, ja.
Flexobex, danke für den Twitch Prime Sub. 8 Monate am Start. Speedfreak, danke für den Tube und Sub. Fresh Felix, danke für den Tube und Sub. Oh. So, Emote Only ist wieder drin. Wir legen los. Kann ich noch eins von euch beiden mal sehen, bitte? Ein Traum. So, erste Frage. Wie hieß mein Interviewpartner mit Vornamen? Ja, easy. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Wie hieß mein Interviewpartner mit Vornamen? Ich meinst du jetzt, also ich sag jetzt einfach mal Manuel? Nein, nein, ach, nee, der, ja. Das ist eine Frage, die Also ich nicht verstanden. Das ist, ja, das ist eine Frage, die aufbaut auf die letzte Frage, sorry, ja, hätte ich vielleicht noch sagen müssen. Wie ist mein Interviewpartner mit Vornamen aus dem TV-Straßensound-Interview? Okay, das war ja dann Budak. Richtig, ja, gut. Da haben wir den Gleichstand, meine Freunde, ja. Also, 2-2-2. Jawohl. Okay. Nächste Frage. Mit welcher Firma hatte ich mein erstes Placement auf YouTube? Niklas? Schlag. Richtig. Und da geht der Mikrowellenmeister in Führung. Da hat er die 3 hier. Oh. So. Letzte Frage, meine Freunde. Ja, vielleicht kommt das zu einem Stechen. Gucken wir mal. Und zwar: Wie heißt das Viertel in Halle, in dem ich groß geworden bin? Niklas? Halle Saale. Hä? Halle an der Saale. Nee, das Viertel, das ist ja der Fluss. So. Ja. Das Viertel in Halle. Das Viertel in Halle. Also der Stadtteil. Ah. Das weiß ich nicht. Habt ihr eine Idee? Wenn nicht, wir können die auch auf Null lassen. Ja. Nee, wüsste ich auch nicht. Okay, das wäre die Silbe, die Silberhöhe wäre das gewesen, ja. Auf jeden Fall ein Platz, wo man als jemand von außerhalb auf jeden Fall nachts alleine durch die Straßen laufen kann und eine Menge Spaß haben kann, ja. Okay, dann würde ich sagen, haben wir ein offizielles Endergebnis, Jay, oder? Oh ja, haben wir. Das wäre dann der Herr Mikrowellenmeister. Mikrowellenmeister advanced rein in die Masse hier. Junge, 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 da hat er alles rasiert hier. Junge, Junge, Junge. Ihr könnt ruhig erstmal, genau, Emote ausmachen. Glückwunsch. Glückwunsch auf jeden Fall, Diggerchen. Ja. Ja. Respekt an alle, die teilgenommen haben. Ey, ohne Scheiß, Dankeschön an euch alle drei, ja. Ihr seid die Geißen. Danke, dass ihr dabei seid. Danke für eure Aufopferungsbereitschaft, auch euch hier teilweise die Nächte um die Ohren zu schlagen mit mir. Ja, wirklich, vielen Dank von Herzen, Jungs, ja. Immer gerne. Alright, dann geht's jetzt weiter. Kurz mal hier auf meinem schlauen Zettel. Ihr könnt euch schon mal mental bereit machen. Wally und Yatrato als erstes. Ja. Ja. Und ihr werdet hier als erstes bedrängt. Warte, Wally, habe ich hier? Ich hole erstmal Wally rein. Ich hoffe, der ist nicht zu besoffen. Der hat sich schon Schnapskur gegönnt. Ja. Na. Wally. Jo. Oh, was haben wir denn da? Da ist er. Wie geht's dir, mein Hübscher? Alles klar bei dir? Oh, danke, danke, mir geht's bestens. Ja, du hast eine sehr, sehr schwere Prüfung hinter dir, ne, wo du sehr, sehr stolz bist, dass du die fucking geaced hast, ja, dass du den, der ihren Arsch versohlt hast, ja, sie zu deiner Bitch gemacht hast. Ja, mit starken 51%. Reicht. Ich sag immer, bestanden ist bestanden, ja. Ja, safe, definitiv, also. So gut, Alter. Ey, also. Du weißt gar nicht, wie oft ich
wie oft ich in der, nach der Klausur gebankt habe, ja, und mich dann auch über 51, 52 Punkte habe ich mich gefreut, wie als ob ich jetzt irgendwie im Lotto gewonnen habe oder so, ja. Ach, geisteskrank, Alter. Geisteskrank. 100%. Also der Lehrer ist zu mir gekommen, hat mir den Zettel gegeben und hat gesagt, ja, hat gerade so gereicht, 51%. Und ich dachte mir, ey, halt die Fresse, ich bin einfach froh, Ja, dass ich schön für dich, 50% habe. schön für dich, dass du findest, dass es gerade so gereicht hast. Und mir ist gerade so gereicht, gerade so genug, ja. Deswegen hau ab, Mann. Ah, geil, Nee, Digga. safe, Stark. das war noch ein guter. Gute Nachricht vor Weihnachten. Jetzt fangen jetzt heute die Ferien an. Das heißt, Und kriegst diese Weihnachten mal nicht Schläge von deinem Vater dann, ja? nee, diesmal geht sich noch aus, aber Neujahr Am dann noch. 5. Neujahr noch direkt, dass er nicht vergisst, wo er herkommt. Ja, ich wollte gerade sagen, am 25. geht schon wieder los. Losgefahren. Sehr schön, Genau, sehr schön. genau. Sehr schön. Geil, Alter. Geil, geil, geil. Wally, dich hat man ja natürlich auch noch nicht hier großartig live im Stream verbal präsentiert. Hast du Bock, auch vielleicht mal so ein, zwei Sätze zu dir zu sagen? Ich meine, du bist natürlich auch schon eine Hausnummer im Stream, ja. Und ist natürlich auch schön für die Community, jetzt mal auch eine Stimme zu dem Namen zu hören, der sie immer timeoutet. Ja, safe. Also, ich weiß, man hört es wahrscheinlich fast gar nicht, aber ich bin der Österreicher, der Gar nicht. Zweite. Nee, nee. Habe ich mir extra antrainiert für die Bewerbung, die ich Jay geschickt habe, bis ich herausgefunden habe, dass er Österreicher ist. Aber jedenfalls, ja, also ich komme aus Österreich, habe jetzt diesen Monat mein drittes Jahrzehnt begonnen. Also bin, soweit ich das weiß, jetzt der Jüngste in unserem Clan. Und ja. Wer ist dein Ja. Lieblingsrapper? Naja, das ist irgendwie mit Lord, wie Lord Voldemort, das kann man hier nicht nennen. Ich sage jetzt einfach mal KZ. Nee, Du ne. Fanboy! Sag doch Bushido, ist da kein Problem, Digga. Das spricht doch raus über Ende. So. Okay. Sag doch, dass du Ennis liebst. Und nicht lieben. Lieben würde ich jetzt nicht sagen, Ey, aber. Leute, gebt mal dem Wally ein bisschen emotional Support hier bitte. Alle mal den 2008er Bushido jetzt mal bitte in den Chat hier spammen, ja. Ist ja nicht so, ey, Leute, ja, also man, Nein, damit. Wally, du brauchst nicht so tun, als ob wir jetzt hier der Rusi Bushido Hater Stream sind oder so, ja. Ist doch alles legitim, Diggerchen. Du weißt, du kannst feiern, wen du willst. Und ich weiß auch, dass du zum Beispiel so Sachen wie jetzt diese Boxfehltritte auch nicht feierst, ja, aber trotzdem ist es halt dein Lieblingsrapper, ist ja halt gar kein Thema, Digga. Yosonito, danke für Ja, die 200 Bits. aber über das es ist Wesen, was halt. du dir tätowieren willst, über das reden wir noch. Also Ja. das Arschgeweih muss weg, Wally. Da haben wir schon drüber geredet, ja. Das Ja, ich geht habe gar schon nicht, den ja. Lasertermin. Also, dass man sich da hinten kurz über den Arsch einfach in riesengroßer Schrift draufschreiben lässt, erst guter Junge mit Pfeil nach unten. Bruder, das geht zu weit, ja, Wally. Das ist auch in Österreich nicht gern gesehen, ja. Ja, dann müsstest du mal meine Brust sehen, da steht Animus, was ist Scheiße. So, Verbindung wird getrennt. So, den hauen wir jetzt raus aus der. War schön mit dir, Wally. Die Entlassung folgt danach. Modstatus weg, genau. Es ist ja auch, also ich meine, genau wie viele andere, glaube ich, bin ich halt auch mit Bushido und Sido damals zu Deutschland gekommen. Und es ist halt einfach. Es ist egal, ob man jetzt gewisse Schritte oder so feiert oder nicht, aber die Musik bleibt ja die gleiche, die er gemacht hat oder macht. Na klar. Von dem her finde ich es fragwürdig, dass man jetzt Bushido per se hatet, nur weil man einige Schritte nicht Absolut. okay findet. Man kann natürlich sagen, ja, musikalisch gefällt es mir nicht und das ist vollkommen okay. Na klar, na klar. Aber ja, für mich Ey, ist recht zu ja. deiner Meinung. Warte, ich muss kurz deine extrem schleimige Bushido-Lobeshymne kurz mal unterbrechen. Denetief, danke für den Tausender, mein Bester. Bushido, oh nee, Walli wird aus unserem Österreich abgeschoben. Dein Volk stellt sich gegen dich, Digga. Ja? Denetief vorher bettelt Tschüss, er Denetief, boom. im Chat noch um einen Shoutout und jetzt. Oh,
Twitter würde sagen tot. Ich bin wieder aggressiv. Ja, scheiße, geil, geil, geil. Okay, so, da holen wir mal deinen Partner rein. Hast du Bock? Hey, ja. Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob man seinen Namen überhaupt kennt im Chat, aber also dann echt. Aber hol den rein. Das kann er dann selber sagen, genau. Aber hier. Warte. So. Oh, es klingelt jetzt das Telefon. Da ist er. Noch da ist er schon da. Noch gemutet, aber. Schalte Mute aus. Ja. Moin, moin. Da ist er. Was geht? Jatrato. Was geht? Alles fit? Alles bestens, Diggerchen. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ey, sollen wir dich Jatrato nennen oder willst du dich mal kurz vorstellen? Und wie gesagt, du musst nicht deinen echten Namen nennen, wenn du nicht willst, ja? Also, gar kein Thema. Nee, das ist alles gut. Also, ich bin Tobi. Jatrato. Ich glaube, das ist nicht zu kompliziert für den einen oder anderen. Was ist das für ein... wo kommt der Name her? Ist das ein Anime-Charakter, oder? Nein, ich will nicht sagen, ich hasse. Ich bin nicht der größte Fan von Animes. Deswegen bist du Mod, mein Freund. Sorry. Erzähl weiter. Das ist eine Mischung aus drei Freunden von damals, aus der Kindheit, weil wir einen YouTube-Kanal damals aufmachen wollten, auf ganz cringiger Basis. Und ja... Das ist dann halt zu ergeben. Cool. Wo kommst du her? Welche Richtung? Auch aus Österreich? Natürlich nicht. Nee, Richtung Stuttgart. Richtung Stuttgart, ja. Geil. Und wie gefällt's dir? Hattest du ein schönes Jahr mit uns, ja, ne? Ja, nee. Also ganz ehrlich, war richtig nice. Wir hatten auch geile Gespräche schon im Discord. Unfassbar witzige Abende im Stream. Tatsächlich auch schon mit dem einen oder anderen Freundschaften geschlossen. Jetzt außerhalb vom Stream auch. Ich bereue es überhaupt nicht. Wunderschön, wunderschön. Sehr, sehr schön zu hören. Schokosnow schreibt auch gerade, putziger Stream heute. Ja, also, ich sag mal so, dadurch, dass es morgen halt besonders eklig wird, auch gerade mit dem Lied, was ich auf meinem Hauptkanal hochladen werde, ja, habe ich mir gedacht, heute werden nochmal die Love-Vibes hier versprüht. Ja, Tobi, deswegen danke auf jeden Fall auch an dich, dass du dabei bist. Wally, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Ja, im Wortlaut deines Gottes. Ja. FBFCB, Dankeschön für 5 Subgifts hier. Rin geschallert, Alter. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass wir dieses Maschallah mach nochmal jetzt nur noch einmal hören? Vermisst das irgendwie Gott auch ein bisschen? Dank. Ja, ne? Gott sei Dank. Ihr hört das ja noch öfter, ja, als Leute, die jetzt, sagen wir mal, nur jeden 5. Stream schauen oder so. FBFCB, Alter, komm, heb die Tassen hier. Cheers, Mann, Alter. Boom. Nee, Alter, ich also ohne Spaß. Ich war kurz bevor Lockdown war, 2020, war ich noch auf dem Shindy-Konzert. Mhm. Dann ist halt das gekommen, wie du dann den Sound angemacht hast mit dem Maschallah. Und ich denke dann immer an dieses Konzert, wenn Shindy, Dodi, ich glaube, war es Dodi, ja, sicher ist es Dodi, performt hat, denke ich dann immer zurück, wie wäre es, wenn Shindy auf der Bühne steht und das so, Maschallah, mach nochmal, mach. So auf den Sub-Sound geschnitten. So einfach immer so zwischendurch, ja, zwischen Ansagen, zwischen Songs, ja, einfach, genau. Einfach immer so, weißt du, so wie du manchmal bei irgendwelchen Konzerten, das hatten ja Kolle und Fahid auch mal eine Zeit lang diese Tröte, ja, so irgendwie. Genau. Ja, das wäre geil, Digga. So, aber jetzt genug des Vorgeplänkels hier. Wir steigen ein in die Fragen und diesmal sind es 5 an der Zahl pro Runde. Seid ihr ready? Verdammte Axt! Ja, auf jeden Fall. So ready. Ist das Wally? Ja, das Wally und Jatrato sind hier gerade am Start, meine Freunde. So. Sepp Rollins fragt, ist das Wally? Ja. Wir haben 5 Österreicher bei uns. So, pass auf. Ich will von beiden von euch mal eine 1 im Chat sehen. Aber im Discord-Chat, ja. Genau. Richtig, perfekt. Dankeschön. Okay. Ach, Jay, ich habe es jetzt per privat geschickt. Nee, ich komme 3 Uhr früh, nervt mich schon genug. Ja. Die besoffenen DMs immer, ne? Die besoffenen Voicemails von Wally. Die 10-minütigen. Ja, die 10 Minuten Voicemail. Alter. Okay, seid ihr ready? Gut, erste Frage. Was ist mein Lieblingsalbum von Kollega?
Wally? Ich blamiere mich jetzt safe. Ich hätte jetzt gesagt ZRT4. Falsch. Tobi? King. Falsch. Wally? Fuck. Naja, Kollege, Kollege. Das ist richtig. Ah, nein. Da holt der Wally sich den ersten Punkt. Come on. Nice. Alright, gut. Nächste Frage. Es geht direkt weiter. Natürlich nicht das Jahr, aber ich möchte Tag und Monat wissen. An welchem Tag und Monat habe ich Geburtstag? Wally? 26. Dezember. Das ist richtig, 26. Dezember. Jawohl, jawohl, jawohl. Leute, das ist den zweiten Punkt hier. Das ist eine Vernichtung hier. Wally, Wally, mach mal halblang hier. Ja. Ja, LMB, danke für den Team und Sub. Zwei Monate am Start. Yeah. So, da geht Wally mit 2-0 in Führung. Seid ihr bereit für die nächste Frage? Yes. So, Schätzfrage. Wie viele Follower hatte ich, als dieser Stream gestartet ist? Ihr habt beide 10 Sekunden. Und schreibt. Sollen wir eine Zahl reinschreiben? Schreibt rein, genau. 10, 9, Follower als Sub. 7. Follower auf Twitch, nur Follower, nicht Subs. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und eine Zahl. Okay. Tobi sagt 33.230. Wally sagt 40.600. Und Wally ist mit 22 Abstand, ja, holt er sich hier den dritten Punkt. Es waren 40.578. Das ist eine 3-0 für Wally jetzt. Okay. Seid ihr bereit für die nächste Frage? Yes. Alright. Welchen Streamer habe ich 2021 am meisten geschaut? Dicker. Das macht Laune, ja. Digga. Wally? Wir können ja nur raten. Wie heißt denn dieses Hot Tub Girl da? Nein, falsch. So. Direkt raus hier, disqualifiziert. Es steht wieder 0-0. Wally leider 3 Punkte Strafabzug. Ja, 3 Punkte Strafabzug. Genau. Von vorne an. Tobi? Boah, ich hätte Roos gesagt. Richtig. Das ist richtig. Und da holt der Tobi sich den ersten Punkt. Fünften Kommentar. Alright. Und die letzte Frage in diesem Matchup. Welcher Streamer war auf Platz 2? War die? BuchenTV. Falsch. Tobi? Jetzt ist immer ein Hin und Her, oder? Jetzt immer ein Hin und Her, genau. Jeder darf einmal. Okay. Boah. Tobi, du bist jetzt. PA? Falsch. Wally? Nur Twitch-Streamer, oder? Nur Twitch-Streamer. Kein OnlyFans. Wo du ja sehr gut informiert bist. Fanboy! Bro, Ole, danke schon für den Twitch Sub. Neun Monate am Start. Yeah. Ja, gibt es sonst noch irgendjemand? Digga, keine Ahnung. Ich glaube. Montana Black. Falsch. Ich glaube, der Chat will euch ein bisschen helfen. Jetzt dürft ihr beide. Wer zuerst? Der Chat geht wieder mal alle sperren. Ja. Ich glaube, der Chat will euch ein bisschen helfen. Bushido. Yes. Das ist richtig. Ey, warte. Sind das offizielle Zahlen, oder? Das sind offizielle Denkst Zahlen. Denkst du dir das aus? Nein, das sind offizielle Zahlen. Wir hatten, wenn du hier nicht nur bei jedem 27. Stream dabei wärst, Wally, jetzt auch mitbekommen, dass wir hier mein Recap gemacht haben, mein Jahresrecap. Und da schickt dir Twitch das zu. Du müsstest auch eine E-Mail bekommen haben, wo du deine Top 5 Streamer hast, die du angesehen hast. Und die habe ich hier ausgewertet.
im Stream. Ich bekomme von Twitch so viele E-Mails, wann du online bist. Ich habe die in den Spam-Ordner verschoben. Du bist nur immer betrunken und findest deine E-Mails nicht. So. Ja, das ist wahrscheinlich eher das Problem. Wally bringt Schande über das Land, lese ich hier gerade, ja, im Chat. Gut, aber... Ja, das war sicher wieder Tenetyp. Ja, wer denn sonst, Digga? So, dann haben wir es nach dem ersten Matchup. Haben wir ein 3-2 für Wally. Und, da würde ich sagen, ja, haben wir das Matchup fertig. Das hier mal durchstreichen mit einer anderen Farbe, dass wir nicht in Predulien kommen, meine Freunde. So, und dann machen wir weiter. Ich würde sagen, mit Wally gegen Jacker. Okay. Ja. Wie du einfach immer noch nicht sagen kannst. Wie ich was? Wie du immer noch nicht seinen Namen aussprechen kannst. Aber das wird er dir gleich persönlich sagen. Das wird er mir gleich persönlich sagen, genau. Ja. Ja. Ja, dann denkt euch mal bessere Namen aus, verdammte Axt. Genau. Also, Jacker Chaka wird dann umgenannt. So. Guten Abend. Ja, guten Hallo. Abend, junger Mann. Ja. Ganz kurz justieren. Hört man mich gut? Ja. Ja. Warte, ich drehe dich mal ein bisschen auf. So. Sprich ja. Mal. Ja, hallo. Ja. Ah, super. Super. Okay, super. Ja. Geil. Wie geht's dir, Digga? Sehr gut, danke. Ja. Und euch? Super. Oh. Bist du ready? Falls man ready sein kann, dann ja. Jawohl, stark, stark, geil. Dich hat man natürlich auch noch nicht hier im Stream verbal zu Wort kommen lassen. Willst du 2-3 Sätze zu dir sagen? Ja, wieso nicht? Ja. Also, ich bin Jakob, Nickname Jacker oder auch Jacker oder ganz früher auch Jacker, wenn man jetzt Marvin zitieren möchte. Jacker? Also, alle Variationen sind erlaubt. Genau, ja, ich bin 22 und wohne aktuell in Karlsruhe. Genau. Schön natürlich auch, dass du dabei bist, mein Bester. Ja, und da hätte ich auch gerne mal von dir eine 1 im Chat jetzt, dass du soweit ready bist. Ja, Moment. Ja. Super. Also, jetzt Wally gegen Jaker. Seid ihr ready? Mhm. Auf jeden Fall. Okay. Schätzfrage. Oh. Wie oft habe ich, während ich Streams geschaut habe oder während meines eigenen Streams, letztes Jahr das Marvin Devil Emote verwendet? Also mit letztes Jahr meinst du dieses Jahr, vergangenes Jahr sozusagen, was jetzt zu Ende genau, geht? Genau, genau, genau. Also im jetzigen Jahr, Stichtag 15.12. Okay. Wieder 10 Sekunden, oder? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Schluss! Okay. Gute Zahlen eigentlich, ja. Das ist der gute Jakob mit 60. Wally mit seiner Lieblings-Hip-Hop-Gang 187 hat da reingeschrieben. Und die richtige Antwort ist 89 Mal. Und damit holt sich Jaker seinen ersten Punkt. Yeah. Die 1 wollte ich nicht dazu schreiben. Die war noch von vorher. Jawohl, jetzt geht's los hier, ja. Ich wusste schon, warum ich Jay hier mit drin haben muss, ja, dass er hier ein bisschen für Ordnung sorgt hier. Ja, geht ja wohl gar nicht. Conor Heidmann, danke für den Twitch beim Sub. P. Daddy, danke für den Twitch beim Sub. Sachta, danke für den Team und Sub. 2 Monate im Start. Yeah. Oh. So. Wie oft habe ich den grübelnden Marvin California Emote verwendet? Gleiche Frage, gleicher Zeitraum. 10, Alter. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Wir haben Wally mit 56 Mal und Jakob mit 35 Mal. Und es sind genau 30 Mal. Das heißt, Jakob, zweiter Punkt. Jetzt beginnt die Aufholjagd. Ja? Gut im Schätzen, Jakob. Hier, der Bruder, ja? Sehr schön. Okay. Wie viele Chat-Nachrichten, also insgesamt vom Januar auf Marvin bis Dezember?
Ja, was sagst du? Ey, beanstandest du hier irgendwas? Da gibt es einen Punktabzug, mein Freund, ja? Also. Das gibt den Gürtel heute noch. Das gibt den Gürtel heute noch, genau. So, pass auf. Wie viele Chat-Nachrichten habe ich in meinem Stream und in allen anderen Streams, in die ich mal reingeschaut habe, im Jahre 2021 insgesamt verfasst? Kleiner Tipp, sind vielleicht mehr, als er denkt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Jakob sagt... Darf ich meinen Gedankengang sagen? Nein. Ja. Okay, dann nicht. Okay, sorry. Nee, was ist? Was willst du? Nee, du postest ja immer die Links, die spammst du ja immer so mega rein, wenn bei irgendeinem so Newcomer-Ding oder so. Ist richtig. Guter Gedankengang. Ja. Ah, fuck. Mhm. Deswegen seid ihr beide auch deutlich drunter, ja? Ja, come on, dann bin ich. Ja. Also, Jakob hat gesagt 230, Walli hat gesagt 600 und ich habe tatsächlich im Jahre 2021 5265 Chat-Nachrichten verfasst. Ja, da hat er sich aber hier die Hände wund getippt hier, mein Freund. Ja? Da ist er, baut der Walli seine Führung weiter aus. Glückwunsch, mein Bester. Ja? 4 Punkte hier mittlerweile. Walli mit 4 Punkten. Ja, genau. So, seid ihr bereit für die nächste Frage? Die ist auch eine gute. Schätzfrage. Oh Gott. Wie ist der prozentuale Anteil an Likes bei der Manuelsen Town Hall? Stand jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Kauft ihr Schaden, danke für den Twitch Prime Sub. Aktuell sind sie laut Walli 84%, laut Jakob 96% und die aktuelle prozentuale Anteilziffer für die Likes bei der Manuelsen Town Hall ist 95,4%. Damit ist Jakob fast genau richtig. Und damit holt sich der Jakob seinen dritten Punkt. Glückwunsch. Gut, ich meine, der Dislike-Button ist jetzt unsichtbar, also noch weniger Leute disliken wahrscheinlich. Dazu ist auch noch die Town Hall sehr gut, also da würde ich schon... Ich war auch überrascht, ja. Also, man muss zum Beispiel sagen, dass die Town Hall mit Zart viel, viel mehr gehatet wurde. Und das, obwohl wir natürlich auch viele Bushido-Fans in der Community haben. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass da gerade auch so diese versiffte EGJ-Bubble auf Twitter da sinnlos disliked. Hat sie wahrscheinlich auch, aber die 20, 30 Leute, ja, die kommen da halt nicht an gegen 5000 irgendwas Likes da, ja. Und da gibt es wahrscheinlich auch, selbst in der Bubble gibt es auch noch Leute, die sich das angeschaut haben und einfach gemerkt haben, ey, das ist ein ganz unvoreingenommener Talk, ja. Hat mich positiv überrascht, ja. Glauben an die Hip-Hop-Community wieder ein bisschen hergestellt, ja. Aber hast du vorm Hochladen oder beim Aufnehmen, sage ich mal, mit dem Gedanken gespielt, dass das möglicherweise in Grund und Boden gehatet wird? Safe. Oder vielleicht nicht in Grund und Boden, aber trotzdem. Nee, safe. Ich habe auch damit gerechnet, also nicht damit gerechnet, das war für mich nicht das wahrscheinlichste Outcome, aber ich habe definitiv auch gewusst, dass es eine Option sein könnte, dass hier mehr Dislikes als Likes auf diese Bude entstehen, ja, dass das wirklich richtig gehatet wird, ja. Hätte sein können. Ich muss aber sagen, also auch er hat sich sehr anders präsentiert, als ich es erwartet hätte. Bruder, so, und deswegen war das mir eigentlich klar. Ich meine, er hat sich einfach untergeordnet, er hat sich einfach gemeldet wie so ein Schüler. Safe. Deswegen ist auch einfach auch ein sehr, also von seinem Verhalten sehr schön anzusehen und auch von dem, was rüberkam, inhaltlich. Yeah. Du hast ihm auch Kontra gegeben und es war einfach sehr informativ, auch für Leute wie mich, die ihn kennen, aber eher negativ, wo er eher negativ im Kopf bekannt ist. Ja, durch diese Aktion. Safe. Rüb, danke schön für den Tier und Sub, 14 Monate am Start, du verdammter OG, was geht? Kommen wir zur letzten Frage dieses Matchups, wenn ihr ready seid. Ja. Yep. Wer wird auf Bogota als Feature vertreten sein? Walli? Asche. Alter, du kleiner Spammer. Das ist natürlich richtig. Yo. So, da haben wir nach zwei Matches haben wir den Stand Walli 5, Jakob 3, und Tobi 2 Punkte bisher. Super. Dankeschön. Da würde ich sagen, wir holen
den als nächstes. Warte. Als nächstes holen wir den Konstantin, Pate von Bayern, möchte ich jetzt bitte hier mal mit auf dem Rednerpult haben. Ja. So, da ist er hinzugefügt. Silas, danke schön für den Twitch Prime Sub. 16 Monate am Start. Was geht, was geht, was geht? Konsti, wie geht's dir? Alles gut, Marvin, alles gut. Endlich frei. Yeah. Meine Kopfhörer. Ja, geil. Konsti. Das freut mich, das freut mich. Ja. Guten Abend an die Mod-Kollegen und an Jay. Jo, Mann. Super. Super, Konsti, mein Bester. Schön auf jeden Fall, dich zu hören. Konsti, auch jemand für alle, die jetzt, sagen wir mal, noch nicht so lange hier im Chat dabei sind. Konsti ist auch jemand, mit dem ich mich auch schon mehrmals im echten Leben getroffen habe. Ne? Den einen oder anderen Umtrunk schon gemacht habe zu unseren besten Zeiten. Wir haben auf jeden Fall München auseinandergenommen, ne? Ja, vor allem, wir haben ja letztes Jahr dann noch mal ein bisschen die Storys da erzählt, die da abgegangen sind. Ja, das mit dem, mit dem Hotelzimmerbett müssen wir jetzt nicht nochmal erzählen. Das ist egal. Ja, das passt. Das habe ich schon vergessen, hättest du es jetzt nicht gesagt. Oh, shit, Alter. Okay. Hey. So, und zwar haben wir jetzt den einzig wahren, aufkopierten, nie erreichten Konsti gegen Tobi. Jetzt bitte, ja. Also, Konsti gegen Yatrator, meine Freunde. Seid ihr beide ready? Beide bitte eine 1 in den Chat. Langsam läuft das hier, ja? Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Alright. Erste Frage. Schätzfrage. Wie viele Aufrufe habe ich auf meinem Refugee-Kanal? Insgesamt. Insgesamt. Refugee-Kanal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, Konstantin sagt 2 Millionen. Yatrator sagt 3 Millionen. Und die richtige Antwort ist 18,291 Millionen Aufrufe. Motherfucker. Gratuliere dazu. Mashallah. Ja. So, und da holt sich natürlich der einzig wahre Yatrator seinen dritten Punkt hier in Folge. Ja. Alles krass, ne? Überleg dir das mal, ja, wie dieses ganze Reaction-Ding gerade so mega populär ist, ja, dass dann auch dieser Kanal in, ja, was waren das jetzt, 2 Jahren so, ja, dann doch echt schon gut Views macht mittlerweile, ja. Vor allem, das glaubst du ja auch gar nicht, wenn dein meistgeklicktestes Video das PA-Interview ist, beziehungsweise die Reaction mit, glaube ich, 185.000 Klicks und dann 18 Millionen, das ist ja enorm. Crazy, ja. Crazy, ne? So, nächste Frage. Wie viele Aufrufe habe ich auf meinem Hauptkanal? Schätzfrage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Konstantin sagt 20 Millionen. Yatrator sagt 25 Millionen. Und die richtige Antwort ist 13,136 Millionen. Ich habe tatsächlich auf dem Hauptkanal weniger Aufrufe insgesamt als auf dem Reaction-Kanal. Ja, jetzt ja, das stimmt. Du warst auch länger inaktiv auf dem Hauptkanal. Ja, und das stimmt. Die Ratio an Videos, ja, musst du auch mal überlegen. Ja, da kommt ja jetzt auch nicht jeden Tag ein Video. Ich lade manchmal auf dem Refugee-Kanal sogar 2-mal am Tag ein Video hoch. Und ist natürlich geil. Ja. Also das Ding in Verbindung mit Twitch hat mir das ermöglicht, sozusagen das Ganze jetzt selbstständig und vollzeitmäßig zu machen, ja, und mich dann halt auch wieder komplett auf das alles hier zu konzentrieren, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich hier einmal oder zweimal im Monat eine Review hochlade, ich hab da schon mal drüber geredet, meine Einnahmen schon mal ein bisschen so durchgegangen, ja, ich habe zum Beispiel, was waren das, ich glaube, da hatte ich PA Spots und Kianosch Crossover, die Review. Da habe ich irgendwie, was hatte ich damit gemacht? $41 vor Steuern. Ja, schön, da zahlen wir deine Miete von. Ja. Aber der Vorteil auch, wenn du immer so jeden Tag oder mindestens ein Video oder so auf dem Zweitkanal hochlädst, dann fütterst du da den geheiligten YouTube-Algorithmus damit ganz gut. Eben, genau, das ist es ja.
Wobei mit deinen Anfangsvideos, die sind auch so Legende, da müsstest du eigentlich mehr Aufrufe haben. So, ja, Expendables Breaking Bad Review. Ja, ich weiß, Digga, die sind echt Killer. Aber, was auch Killer ist, ist, dass Konstantin sich jetzt hier seinen ersten Punkt holt. Jawohl, ja. Jawohl, dann geht's weiter mit der nächsten Frage, meine Freunde. In welcher Stadt wurde ich geboren? Konstantin? Halle. Halle an der Saale. Das ist richtig. Da holte sich den zweiten Punkt. Naja, ihr müsst aufpassen, ja. Ab und zu ist auch einfach mal so eine Straightforward-Frage mit dabei. Expect the unexpected. Okay. Kommen wir zur vierten Frage. Wer hat das Musikvideo zu Bogota gedreht? Konstantin? Orkan G. Killer! Da holte sich den dritten Punkt. Jawohl, jawohl, jawohl. Drei Punkte hier. Ja. Und die letzte Frage von diesem Matchup. Was ist die Hauptstadt von Kalifornien? Konstantin? Sacramento. Killer, hätte ich jetzt nicht erwartet, hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Respekt, Bruder. Ja, Respekt. Alter Schwede, alter Schwede. Ja. Tobi, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Das ist ein Penner. Ich dachte, jetzt kommt noch der zu meiner Verteidigung muss man sagen, ich will ja auch mit Ende 20, Anfang 30 ja rüber, entweder Amerika oder so Sachen. Stimmt, du bist auch sehr Amerika-affin, genau, das hast du schon mal erzählt. Ist ja. Sehr Amerika-affin und hab tatsächlich auch, weil ich auch in der NFL und so drin bin, habe ich auch da mit YouTubern Kontakt und so. Yeah. Und einer kommt halt aus Kalifornien, da hatten wir auch schon mal einen Talk dazu. Nee, das macht Sinn. No. Da weiß man dann zum Glück auch sowas. Schön, schön, der gebildete Boss an der Stelle. So, dann holen wir mal den letzten Brattern rein, der sich hier reingesneakt hat. Ja. Dadurch, dass Asparius heute hier nicht am Start ist, hat der gute Mikrowellenmeister die Chance ergriffen. Fanboy! Jojo. Da ist er. Ah, da ist er. Perfekt, ja. Ah, wenn ich dich einmal hinzugefügt habe, kannst du auch immer wieder beitreten. Geil. Stark. Genau. Cool. Alright. So. Dann haben wir jetzt Walli gegen den Mikrowellenmeister, meine Freunde. Der Jocke Deus, danke für der Twitch Prime Sub. 16 Monate am Start. Von euch beiden mal bitte eine fiese 1 hier in den Chat. Yes, Sir. Da sind sie. Let's go. Let's go, Alter. Ohne Kondolenz. Jetzt wird rasiert hier, ja. Paisel, danke für den Twitch Prime Sub, 12 Monate am Start. Wie viele Aufrufe hat mein erfolgreichstes Video auf dem Refugee-Kanal? Schätzfrage. Schätzfrage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Ja, verspätete Antwort. Der Walli ist ja Meister im Attestieren, ja. Da hat das Internet kurz gehangen. Der Mikrowellenmeister hat das schon abgeschickt hier, ja. Ich wurde kurz gehackt. Ja, da hat sich kurz Kianosch reingesneakt hier bei dem Bruder. Server down. So. Ich bin hier wie Stefan Rappeschlag, der hier alles hinterfragt. Aber was ist denn das jetzt für eine Zahl eigentlich? Was ist das jetzt hier? 150.000 sollte es sein. Das sieht aus wie eine Telefonnummer hier. Leute, er hat geschrieben, 150k hat er so geschrieben. Hier, ich schreibe es mal kurz in den Chat. 10050. Das ist 150k. Na klar, ja. So eine Bestellhotline. Ja. Ich war noch nie gut in Mathe. Ja. Hey, Digga, das ist 10.050, also. Das ist 10.050, ist richtig. Das müssen wir leider so zählen lassen, ja. Also, gut. Du weißt, Mikrowellenmeister, du bist der Underdog heute hier. Ich bin auf deiner Seite. Aber da muss man leider, mir selber schmerzt das auch in der Brust, das zu sagen, muss man leider Walli recht geben. SpongeBob Schandkopf, danke für dein Tier, what's up. So, Walli sagt 400.000, Mikrowellenmeister sagt 150.000, schreibt aber 10.050. Die richtige Antwort ist natürlich 183.000, da liegt dann wer näher dran? Scheiße, Alter. Na, Walli, erzähl mal, wer liegt da näher dran? Ey, ich wollte eigentlich 40k schreiben. Und ich immer alles wolltest.
So, so ändert sich der Spieß, ja? Nee, so. Ich habe mir gedacht, weil irgendwer hat zuerst 182k gesagt, aber ich habe mir dann gedacht, das kann nicht sein, denn irgend so eine Reaction auf so einen Müll-Copy-Track oder so, das gucken doch die ganzen 12-jährigen Mädchen oder so. Nee, aber doch nicht meine, ich hate es doch dann, Alter, ja? Also das darfst du nicht vergessen. Putin Scum, ja. Danke für den Twitch Prime Sub, 10 Monate am Start. Blaze, danke für die 300 Bits, Grüße an alle und ein frohes Fest, genießt die Tage. Ich bin weit weg, ab morgen, andere Zeitzone. Ey, Digga, wo geht's denn hin? Erzähl mal. Tobi hast du vorher gesagt, ja, siehst du. So, da holt sich doch tatsächlich der Underdog, Mikrowellenmeister, den ersten Punkt. Und der Walli, der fängt an zu wackeln, der fängt an zu zittern, ja. Unfassbar. Unfassbar. Nee, ich will den anderen auch noch eine Chance geben. Ach so. Du willst es spannend machen, ja? Ja. Mr. Tazo, danke für den Tier 2 Sub hier. 13 Monate am Start. Yeah. Okay, seid ihr ready für die nächste Frage? Jo. Wie viele Aufrufe hat mein erfolgreichstes Video auf dem Hauptkanal? Schätzfrage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. kurz überlegen. Also, Niklas sagt 300.000. Walli sagt 1 Million. Ja, ist irgend so ein Bushido-Interview. Die richtige Bushido-Antwort Interview. Ist 626. Hab ich dann auch gedacht. Die richtige Antwort ist 626.000. Jay, jetzt muss ich mal kurz verhelfen. Wer liegt denn da näher dran? Walli. Warte mal, Walli. Ja, ne? Nee. Doch. Nee, ich glaube Niklas, oder? Ja. Nee, doch, Niklas. Muss ich fairerweise sagen. Ja. Und wieder verrechnet. Ihr Unstudierten. Ja. Als ob so ein Bushido-Interview nicht mehr hat. Doch. Okay. Dann haben wir hier auf jeden Fall den zweiten Punkt für den Mikrowellenmeister. Jawohl. Okay, nächste Frage. Welche Town Hall ist meiner Meinung nach die beste? Walli? Ja, fuck. Keine Ahnung. Babasat. Nein. Mikrowellenmeister? Daniel Slotti. Nein. Walli? Die beste. Ja, hauen wir mal eine Asche raus. Nein. Mikrowellenmeister? Janosch. Nein. Walli? Leer? Nein. Mikrowellenmeister? Blaze, danke für die 300 Bits. PA. Du Fanboy! Nein. Walli? Passt dann eng. Pass. Dankeschön für den Timo Zapf. Hoffst du mal am Start? Yeah. Ja, vielleicht gefällt dir die neueste am meisten. Nein. Mikrowellenmeister? Ist nicht die klickstärkste. Logischerweise, ja. Nachdem ihr ja alle klickstark genannt habt. Scheiße, wie gab's denn noch? Können wir auch reingrätschen jetzt? Was? Können wir auch reingrätschen oder machen wir Abwechslung? Nee, Mikrowellenmeister ist noch am Stissel. Wenn aber aufgibt, dann kannst du. Boah. Fahrgut. Nein. Walli? Bas Sultan Hengst? Nein. Mikrowellenmeister? Sierra Kid. Richtig. Ja. Ich glaube, das war auch sogar die letzte, die du hattest. Ansonsten gibt es, glaube ich, keine mehr. So. Haben wir das auch geklärt. Ja, ich fand die von den, sowohl von den Thematiken, ja, von der overall Message, die wir darüber gebracht haben, fand ich die am geilsten und vom Feeling her und so weiter, ja. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht komplett abkacke. Ja, also ich bin auch, muss auch echt sagen, ja, die Schande Österreichs.
Ja, aber zwei so Glücksfragen Ja, weil Glücksfrage, da kommt der, da wird sich hier schon wieder ins Ruderboot geschwungen und hier um Ausreden ist man sich auch nicht zu schade. Komm, beantworte lieber die nächste Frage, mein Freund. In welchem Bundesstaat möchte ich 2022 ziehen? Wally? Maryland? Nein. Mikrowellenmeister? Die Ecke ist richtig. In Pennsylvania? Nein. Wally? Ist noch, ja, Connecticut ist auch noch in dieser Richtung. Nein. Mikrowellenmeister? Ach, ich weiß. Na, sag. Nee. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Rhode Island? Nein. Fuck. Nico, die VIPs können schreiben, ja, auch im Emote-Only, aber bitte mal nichts spoilern hier. Dankeschön, Dickerchen. Ich bin jetzt dran, wa? Ja. Florida. Nein. Ja, ich überlege gerade, ich habe nämlich die Bundesstadt mal auswendig gelernt. Das ist aber lange her schon, ne? Maryland, New Jersey ist dann. Ist das deine Antwort, New Jersey? Nee, nee, nee. Schade, schade. Weil New Jersey hätte ich mir gemerkt, weil das wird bei heute gemacht. Und das hätte ich mir dann gemerkt. Nico, gar kein Problem. Deswegen habe ich nur deine Nachricht gelöscht und dir kein Timeout gegeben. Konntest ja nicht wissen, Dickerchen. Dudi, Ja, danke aber für deinen Durchgangstab. Maine ist auch noch in dieser. Nein. Oder Dann ist sag das ich mal Maine? New Jersey. Nein. Nö. Echt ja, danke. Mikrowellenmeister kennen mich noch nicht genug. Wenn ich solche Tipps gebe, ist meistens Bullshit. Sollen wir Ihnen noch einen Tipp geben? Anfangsbuchstabe, okay. Ja, wir Oder ist so, mal. ich sage, es ist ein kleiner Start. Also der Start hat eine kleine Fläche. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch hilft. Ja, da oben ist noch Nee, 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 Zeit. nee, nee, warte, warte, warte. Wir machen jetzt. Ihr dürft mit 1 drücken, auf jeden Fall buzzern jetzt, ja. Ich gebe euch einen Hinweis. Anfangsbuchstabe D. Gut, jetzt. Der ist aufgelegt, der Elfer. Naja, für dich vielleicht, ja. Niklas? Delaware. Ja. Richtig. Da holt der Mikrowellenmeister sich seinen vierten Punkt, Alter. Jawohl. Alter Schwede, ja. Der Underdog. Der knallt hier rein, Alter. Ja. Steht dem Walli hier die Show. Walli weint schon, ich höre es schon durch die Kopfhörer. Richte das sowieso an. Okay, letzte Frage von diesem denkwürdigen Matchup, weil vernichtend. In welcher Stadt habe ich ein Auslandssemester gemacht? Wow. Schön, dass so viele Fragen um mein Privatleben sich handeln, ja? So, okay. Antwort? New York. Falsch. Alter, ich werde hier schon von Denetiv Lass dich nicht immer. provozieren. Kümmere dich hier um die Aufgabe. Lass dich nicht ablenken, ja? Von Hatern. Ist nun mal so, wenn man langsam berühmt wird, Wally, da hast du ja Hater. San Francisco. Falsch. San Diego. Richtig. Alter. Junge, 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 Junge. Niklas, oder? Ja. Ja. Jawohl. Wally, Alter. Mal Das den war fünften Punkt hier für ganz Niklas. schön dürftig, ja? Niklas, ich glaube, das war Golden Run, oder? Hast du gerade nicht alles richtig erraten? Das ist korrekt. Alter Schwede. Wally, Mehr Glück als Verstand. ey. Alter Schwede. Österreich schämt sich, schreibt aber das Case gerade rein. So, okay, super. Super, meine Freunde. Das war Wally gegen Mikrowellenmeister. Du Fanboy! Bash, Dankeschön für deinen Tier-1-Sub. 10 Monate am Start. Österreich Verbot ist aktiv, sehe ich gerade. Ja. Okay, crazy. Nächster Matchup. Ja. Machen wir gleich weiter mit dem Mikrowellenmeister gegen
Jakob jetzt bitte. Jo. Yeah. Jakob, ja. Zerstören. Ja. hu dir, was sie versucht haben, uns zu nehmen. Sepp Rowland sagt auch gerade, das war grauenhaft, ja. Also jetzt Ehre wiederherstellen hier bitte. Gut. Eins im Chat ist am Start. Erste Frage. Stand, als ich live gegangen bin heute. Wie viele Abonnenten hatte ich auf dem Hauptkanal? Schätzfrage. 10, 9, 8, 7. YouTube natürlich, ja. Also Marvin California Hauptkanal. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So. Der Jakob ist mit 60.000 am Start. Mikrowellenmeister ist mit 77.000 am Start. Es sind genau 61.836. Und da holt der Jakob sich seinen vierten Punkt mittlerweile. Ja. Verdient. Kurzer Zwischenstand an der Stelle. Wir haben Walli mit 5, Jakob mit 4, Yatrato mit 3, Konsti mit 4 und Mikrowellenmeister mit 5. Ja, also alles ist schön eng beieinander. Nächste Frage, wieder Schätzfrage. Wie viele Abonnenten hatte ich auf dem Refugee-Kanal, als ich live gegangen bin heute? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Jakob sagt 51.000. Niklas sagt 70.000. Und es waren genau 53.015. Und da holt der Jakob sich hier seinen fünften Punkt. Glückwunsch an der Stelle. Sehr geil. Danke. Oder böse. Guck mal hier, Alter. Was für eine... wer beehrt uns denn hier? Waldi, Diggerchen. Dankeschön für 1.000 Bits hier. Nächste Frage. Das ist wieder keine Schätzfrage. Welcher sympathische Bruder hat sich durch seine Bogota-Reaction in unsere Herzen katapultiert? Mikrowellenmeister? Nemes. Wer? Nemes. Nein. Jakob? Ja, ich überlege. Nee. Du sprichst? Ja. Du sprichst, du hast nichts zu überlegen. Leer? Nein. Mikrowellenmeister? Jules? Richtig. Wäre meine nächste Antwort gewesen. Scheiße. Das sechste Punkt hier. Das ist der sechste Gut, Punkt. Der ist nicht sympathisch, deswegen ist es eigentlich dumm gewesen von mir, die Aussage. Hey. Ja. Da geht der Mikrowellenmeister in Führung, ja? Noch vor 3 Stunden, bevor es Barriers hier abgesagt hat, war es noch nicht mal technisch möglich für ihn hier teilzunehmen. Das sind die Stories, die das Leben schreibt, meine Freunde, ja? Vom Underdog on top, Alter, ja? Vom Bordstein zur Skyline. Ne? Vom Underdog zu einem Großverdiener. Richtig, richtig. Okay, nächste Frage. In welchem Bundesstaat in den USA steht das größte Casino der Welt? Jakob? Ich muss mal ganz kurz überlegen. Das ist der Staat Nevada? Nein, Mikrowellenmeister. Wolltest du auch sagen, ne? Ja. Das wäre viel zu einfach. Das viel einfacher. Für jeder. Pennsylvania. Nein. Florida? Nein. Ich gebe euch nochmal einen Tipp, jetzt wo ihr beide zweimal was gesagt habt. Ist in der Nähe von mir. Also von Marvin, Texas, nicht von Marvin, East Coast. Mikrowellenmeister? Weiß ich nicht. Jakob? Arizona? Nein. Ich gebe euch noch einen Tipp, dann machen wir aber die Frage zu. Jetzt Sudden Death, also jetzt dürft ihr wieder mit einer 1 buzzern. Anfangsbuchstabe O. Jakob? Oklahoma? Richtig, ja. Und da geht auch der Jakob hier mit 6 Punkten mit Mikrowellenmeister auf Gleichzug hier. Fanboy! Kalki Gamer, Dankeschön für deinen Twitch Prime Sub. 8 Monate am Start.
sehr erfrischendes Format. Dankeschön, Digga. Dankeschön. Ist doch auch mal was Schönes, ja. Anstatt hier über die ganze Zeit über Deutschrap Müll zu labern. Ja. Okay. Letzte Frage aus diesem Matchup. Wen aus der Mod-Truppe kenne ich am längsten? Jakob? Henschi? Haben wir es gar nicht gehört? Ja, Henschi, meine ich. Ist Henschi. Die Antwort. Ja, ist richtig. Und da geht er mit 7 in Führung hier. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Was ein episches Battle. Das war auf jeden Fall ausgewogener als das Battle davor. Aber man muss natürlich auch sagen, da hat Walli ja auf ganzer Ebene versagt. Deswegen ist es auch wenig möglich, das Ganze zu untertreffen. Ja, 5-0 hier. 0-5 rasiert zu werden. Ihr wollt mich wirklich vertreiben aus diesem Platz, oder? Heute gehe ich doppelt duschen wegen dir. Okay, dann machen wir doch direkt weiter. Ja, meine Wunderschönen. Und zwar mit Konsti gegen Walli. What, what? Walli, wenn du die Leistung von deinem vorigen Battle beibehalten kannst, wäre ich dir sehr dankbar. Nee, das hab ich doch nur Niklas gegeben, weil er neu hier ist. So, da bist du easy. Easy gewesen, aha, ne? Okay. Okay. Erziehst du auch einfach mal jeden in Sachen Marvin Texas Allgemeinwissen? Ja, safe, Digga. Ja. Hier lernt man noch was dazu. So, was? Die Kippe brennt, alles gut. Kippe brennt, perfekt, super. Alright, erste Frage. Schätzfrage. Ja, come on, Marvin. Wie viele Emojis? Nee, Quatsch. So schlimm wird's nicht mehr. Na wohl. Wie viele Stunden habe ich bis zum 15.12. im Jahre 2021 gestreamt? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soll nur 700 sein. Okay, Also der 7er gehört weg bei dir, oder? Ja, der 7er gehört weg. Genau. Warte, bearbeite ich schnell. Ja, nee, lass. Nee, passt schon. Konstantin sagt 700, Walli sagt 2900. Und es sind genau 699 und damit geht Konstantin hier in diesem Match in Führung. Jawohl. Hat sich seinen 5. Punkt gesichert, laut meiner. Richtig, bei mir auch, genau. Ja, ist gut, dass wir zwischendurch mal durchchecken. Ehe wir hier das zurückverfolgen müssen. Nächste Frage. Walli, das eine für dich. Ist keine Schätzfrage, also ihr dürft buzzern mit einer 1. Du Fanboy! Benne, danke für den Tier und Sub. Welche Kategorie war die zweitbeste, welche Kategorie war die zweitbeliebteste auf meinem Kanal nach Just Chatting? Konstantin? Switchball? Das ist vollkommen richtig, Digga, ja? Warte, nee. Was denn? Ich war vor Konsti. Ich sehe deine 1 über Konsti. Also deine 1 ist nach Konsti. Konsti war hier schneller. Ja. Schick euch einen Screenshot. Ich sehe. Die werden hier nicht akzeptiert. Ich sehe Konstantins 1 über deiner. Ja. Ja. Jay, du auch, ja? Konstantin, wie sieht es bei dir aus? Bei mir auch. Naja, ja, Walli, Alter, ja. Screenshot reinschicken. Dann kannst du den Betrugsversuch abgelehnt. Alter Schwede, ja. Der wird hier aber mit allen Mitteln, wird hier. Ich verstehe schon, warum du Bushido als dein Lieblingsrapper gewählt hast, ja. Ich auch, warte. Lieblingsrapper und Lieblingsmensch anscheinend, ja. Ich schick mal kurz mal einen Screenshot von meinem Screen. Nein, mach nicht. Denne, danke für den Team und Sub. Denne Tief, dankeschön für 1000 Bits hier nochmal. Können wir Wallis und Konstis Wohnort tauschen? Nee, ich bin ganz zufrieden in Bayern. Ich möchte nicht nach Österreich. Aber da wird mit allen Mitteln wird hier versucht, dass hier ja, der von Österreicher dir, verhindert von dir, wird. Von dir, ja. Österreicher. Jay, kurz mal zur Abstimmung. Konsti hat dann jetzt auch 7, ne? Konsti? Nee, ich hatte 6, davor hatte ich 5. Ja, okay, dann hast du jetzt 6, dann habe ich es jetzt schon gemacht. Gut, perfekt. Siehst du, der lenkt mich hier ab, hier, der Walli. Naja, der will alle manipulieren. Ja. Walli hat. Ich hätte auch mal eine kurze Frage. Walli hat bisher einen Punkt, ne? Ja, nee, 0 habe ich hier, aber. Mit allen Mitteln. Warte, wer. Da war kurz gerade noch eine Frage, was? Ob bei mir musst du an uns zahlen, ich sag's dir. Warte. Erzähl. Ja, ich. Gegen Walli hatten wir ja 5 Fragen, richtig? Jeder hatte 5 Fragen, genau.
Also jedes Matchup bisher im richtigen Battle. Ach so, ja, okay. Ich wollte nur fragen wegen den 3 Punkten vorher, aber das war ja Playoffs. Du bist aus den Playoffs. Ja, gut. Ja, die haben wir nicht übernommen. Die haben wir genau. Nicht übernommen, Digga. Nee. Playoffs war separat. Richtig, Playoffs, das war erstmal, um dich hier überhaupt erstmal reinzusneaken. Also. So, meine Güte, ist das anstrengend. So, da haben wir den Switchball-Frage haben wir auch gemacht. Okay, nächste Frage. Welche Kategorie war die drittbeliebteste auf meinem Kanal? Wow. Konstantin? Blair Witch? Nein. Wally? Was gab es noch? Doom? Richtig. Ja. Und da ist der Wally mit 6 Punkten wieder im Rennen, meine Freunde. Jawohl, jawohl, jetzt jawohl. Geht's los, jetzt geht's los. Kann er das Momentum jetzt aufrechterhalten? Das ist die Frage, meine Freunde. Das ist die Frage. Und zwar werden wir es jetzt herausfinden in der 4. Frage. Welcher Rapper hat mir Bestechlichkeit durch Merch vorgeworfen? Konstantin? Cupcakes. Ist richtig. Da ist der Konstantin mit 7 dabei. Hier. Das ist schön, dass die meine Güte, die 7000. und die letzte Frage in diesem Matchup. Welcher Rapper besticht mich seitdem nur noch mit Geld? Wally? Marit Bang. Richtig. Ja. Hey. Langsam Enter gedrückt. Zu langsam. Alter Schwede. So, der Stand nach diesem auch sehr, sehr interessanten, denkwürdigen Matchup hier ist Wally 7, ja. Jakob 7, ja. Yatrato 3, Konstantin 7, Mikrowellenmeister 6. Ja. Das ist auch so, perfekt. Ja, stark. Okay, dann mal weiter mit dem nächsten Matchup. Und zwar haben wir... Oder böse. Warte. Uiuiuiui, warte, sorry, da muss ich kurz mal unterbrechen hier. Arizona feiert den Stream heute echt enorm. Dankeschön für 5000 Bits. Also freut mich auch natürlich auch, dass dieser Content dir jetzt auch gerade gefällt. Ich glaube, in erster Linie ist es natürlich ein besonders schöner Stream, weil ich die ganze Zeit in Vollbit zu sehen bin, ja. Sind wir doch alle mal jetzt ganz ehrlich, ja, daran liegt es natürlich, ja, dass dieser Stream heute so frohlockend ist und vor allen Dingen auch so Eye-Candy-mäßig auf jeden Fall enorm etwas zu bieten hat, ja. Aber vielen lieben Dank für 5000 Bits, absolute Ehre, geht raus. Das sowieso, dankeschön. Ja, vielen lieben Dank, danke. Ich hoffe, du hast ein schönes Gläschen Wein oder ein schönes Gläschen edlen Champagner in der Hand, um mit mir, mit meinem Plastebecher, mit meinem schon kalten Tee anzustoßen hier. Cheers, meine Beste. Prost. Arizona hier, absolute Ehrenfrau. Alle sind gegen Wally, da muss ich hinter ihm stehen. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass du an sich 5 Nummer abgezogen wurdest, Wally. Nee. Das hat schon eine Schlachtung geglichen, ja. Das war schon hart. Das war schon echt hart. Das hat mich irgendwie an das Urteil von Kool Savas erinnert, als Echo geschlachtet wurde. Das ist das X-Massaker-Ersatz für morgen. Leon from Future, danke für dein Team und Sub. 7 Monate am Start. Und dann legen wir direkt weiter los hier. Und zwar diesmal mit Yatrato gegen Jaker. Seid ihr ready? Alle beide mal eins in den Chat. Die Mikros ausschalten, die anderen bitte, danke. So, meine Wunderschönen. Ihr habt gesehen, die Fragen sind alle leicht und klar verständlich. Und da gibt es eigentlich auch nichts zu meckern. Von daher, legen wir los. Erste Frage, Schätzfrage. Was war unser All-Time-Zuschauerrekord? 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und go. Das ist knapp. Tobi sagt 6.100, Jakob sagt 6.150 und es waren tatsächlich genau 5.957 und damit geht der Punkt an Tobi. Glückwunsch, mein Bester. Das ist der 4. Punkt hier. Und nächste Frage. Was war,
Also ist jetzt eine Buzzer-Frage, ja. Was war das Highlight in diesem Stream? Traut euch. Du Fanboy! Es müsste Bushido gewesen sein. Mit? Und wahrscheinlich auch noch der Song, oder? Songname. Ja. Song, sag ich. Giftgrünes B? Leider nein. King's Honey Black. Yes, das war der Stream, wo wir King's Honey Black abgecheckt haben. Wo wir natürlich nach 3 Jahren Solo-Single-Abstinenz alle gespannt waren, wie das Ding wird und natürlich hart enttäuscht wurden. Und ja, da haben wir hier kollektives Depri-Schieben haben wir hier veranstaltet. Hoodie TV, danke für den Twitch Prime Sub, 9 Monate am Start. Wow, D-Fresh, danke für den T-Wood Sub, 500 am Start. Yeah, so, da erholt sich Tobi seinen 5. Punkt hier. Oh, Tobi war's, okay. Tobi ja. Hat dann 5, ja. Super, alright. Er holt auf. Nächste Frage. Welches Ereignis zu Beginn des Jahres hat für einen bis dahin Zuschauerrekord gesorgt? Das müsste Asche History gewesen sein. Nein. Asche ist richtig, aber History ist nicht richtig. Es war nicht direkt ein Song, ja? Wahrscheinlich nicht. Hä? Nee, Ja, Tobi darf. Ja. War das Mois-Video gegen Asche? Richtig, ja. Also deswegen habe ich auch gesagt, Ereignis, ja. Ja. Aber hat das weniger Aufrufe gehabt, der Stream, wo wir History geschaut haben? Ich habe, das Problem war bei History, ich habe History nicht am gleichen Tag abgecheckt. Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, aber ich hatte da privat ein bisschen was zu tun. Ich wurde aus meinem Airbnb rausgeschmissen und konnte an dem Tag nicht streamen, weil ich sozusagen vor der Tür saß. Konnte, ich glaube, an dem gleichen Tag wollte ich noch als die erste Basshütter Hengst Town Hall drehen, musste dem aber 15 Minuten vorher auch absagen, weil die Alte mich rausgeworfen hat und ich sozusagen kein Dach über Kopf hatte. Und das dann an dem Abend hat nämlich Asche dann seinen Song released. Ja, so war das. Ja, okay, Digga, Tobi, da bist du on a roll. Da bist du jetzt mit 6 Punkten gleich auf mit dem Mikrowellenmeister. Das ist aber hier ein hartes Rennen, Alter. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Schätzfrage. Wie oft wurde vom 01.01.2021 bis 15.12.2021 das Marvin California Devil Emote im Chat benutzt? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und go. So, da haben wir Jaker mit 7.000 und Yatrato mit 200.000. Und die richtige Antwort ist 184.745 Mal. Da holt sich Yatrato seinen 7. Punkt. Alter Schwede. Das ist halt marching on hier, ja. Wahnsinn. Krass. 4 Leute mit 7 Punkte. Mhm. Und die letzte Frage dieses Matchups. Welches Abzeichen bekommen Subscriber, wenn sie 24 Monate dabei sind? Jakob? Das müsste Diamant sein. Das ist richtig, ja. Da geht der Jakob. Neu, oder? Ja, genau. Diamant. Gut, da geht der Jakob mit 8 Punkten in Führung. Und damit ist dieses Matchup auch vorbei. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit Konsti gegen Mikrowellenmeister. Jojo. Die anderen bitte wieder die Mikros aus. So, beide meine Einzelchat. Wunderschön sieht das aus. Wunderschön, wunderschön. Erste Frage. Wer war noch ohne Bild mein erster Gesprächspartner in einer früheren Version der Town Hall auf Twitch? Konstantin? Ich glaube, das war damals Flair. Nein. Mikrowellenmeister? Wollte auch Flair sagen. Nein. Faden ohne Bild. Das habe ich auch hochgeladen. Das ist Audio Only. Da habe ich noch gestreamt, die ganze Zeit so, wie wir jetzt gerade streamen. Mit Vollbild. Audio Only. Mhm. Babassat? Nein. Konzi?
Flair ist es nicht, Bavasat ist es nicht. PL Sports? Nein. So, ich gebe euch bald mal einen Tipp. Ja, jetzt dürft ihr wieder buzzern. Anfangsbuchstabe T. Konstantin? Twissy? Nein. Wird nix. Ich gebe euch noch einen Tipp. Darf man wieder buzzern? Ich gebe euch noch einen Tipp. Du darfst, oder ja, sag. Also wenn Mikrowellenmeister sonst jetzt nichts hat. Nee, weiß ich nicht. Okay, dann sag. Mit T, da wird mir jetzt noch Twin einfallen. Nee. Und der nächste Tipp ist, ich habe ein sehr, sehr gut geklicktes Video auch über den mal gemacht. Und das war kein nettes Video. Mikrowellenmeister? Toni ist richtig. Oh, hola. Scheiße, ja. Jawohl. Gerade das hat Rapper Toni falsch gemacht. Richtig, ja, perfekt. Super. Wer hat das jetzt? 7, Mikrowellenmeister. Mikrowellenmeister, genau das. So, alright. Und danach habe ich nochmal einen Talk ohne Bild gemacht. Wer war mein zweiter Gesprächspartner? Konstantin? Jetzt, das müsste doch jetzt Flair sein, oder? Da war doch mal hier Clubhouse. Nein. So noch hochgeladen. Come on. Nein, ich meine Twitch, auf Twitch Live-Gespräch. So wie die Town Hall, aber halt ohne Video. Das weiß ich auch nicht. Ich gebe euch einen Tipp. Was dann? Ich habe mit dem Beef. Also jetzt nicht super schweren, aber ja. Konzi? Okay, ich gebe das. Was sagst du? Gib's mal weiter. Ich gebe das Ding nochmal zum Buzzern frei und gebe euch noch einen Tipp. Der Grund des Beefes ist, weil er sich aufgeregt hat, dass ich keine Reactions zu seinen Liedern hochgeladen habe. Konstantin? Jigsaw. Richtig. Die erhöht auf 8. Konsti erhöht auf 8 und zieht gleich mit Jakob. Meine Güte, was ein enges Rennen hier, meine Freunde. Junge. Henschi, du kannst auch ruhig ab und zu mal den Zwischenstand hier in den Chat reinposten, ja? Wie du es versprochen hast, ja? Das macht er schon die ganze Zeit. Ja? Okay. Ja? Gut, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ja? So. Nächste Frage. Welcher Rapper hat letztes Jahr 3 Boxen mit Jeansjacke für die Bogota Bubble springen lassen? Also wir hatten ja letztes Jahr auch so Giveaways. Mikrowellenmeister? War's nicht Walli? Was? War's nicht Walli? Was war was? Walli? Nee. Was? Ich glaube, du hast die Frage falsch verstanden. Welcher Rapper hat letztes Jahr 3 Boxen mit Jeansjacke für die Bogota Bubble springen lassen? Ach so, ja. Darf ich noch sagen? Ja. PA. Richtig. Da hat der Mikrowellenmeister auch 8 Punkte jetzt hier mittlerweile. Meine Güte. Jetzt ist es raus, ich bin PA. Okay. Nächste Frage. Seid ihr ready? Jo. Welche Marke habe ich geraucht, als ich noch geraucht habe? Konstantin? Was, Marlboro? Nein. Mikrowellenmeister? Was ich rauche, habe ich keine Ahnung davon. Weiß ich nicht. Konstantin? Ist das eine Ami-Marke? Pepe? Was? Du Fanboy! Pepe? Nein. Spedrick, danke für den Twitch-Prime. Sup. Tipp. Fängt mit P an. E. Jetzt könnt ihr nochmal buzzern. Mit was fängt die an? Mit? P. E. P. E wie e. Peter. P wie. Du als Raucher kommst, du wirst es jetzt wissen. Das war jetzt, glaube ich, jetzt nicht Raucher. Pepe ist. Niklas? Einmal. Richtig. Ach, Palmer. Oh, da geht der Mikrowellenmeister mit 9 Punkten in Führung, meine Freunde. Da zieht er die alten OGs hier aber ab hier. Ja. Meine Güte. So, jetzt noch die letzte Frage in diesem Matchup. Seid ihr ready? Keine Scherzfrage, ist buzzern. Welcher Firma gehört Twitch? Konstantin? Amazon. Das ist richtig.
Und der Konstantin sich auch hier mit 9 Punkten zusammen mit Mikrowellenmeister die Führung. Super Jungs, starkes Ding. Ja. So, Konstantin und Mikrowellenmeister, Hammer fertig hier. Und dann machen wir jetzt noch Mikrowellenmeister gegen Yatrato. Bitte eine Eins in den Chat von beiden, dass ihr ready seid. Super. Okay. Erste Frage. Wie lang war mein Flug von DC nach Frankfurt? Schätzfrage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Okay, beide nochmal was schreiben. Beide haben gesagt 12 Stunden. Okay, jetzt die zweite Antwort ist, Tobi sagt 14 Stunden, Mikrowellenmeister sagt 11 und es waren 7,5. Ui, Mikrowellenmeister. Mhm. Das ist der Zehner, der zehnte Punkt hier. Meine Güte. Nächste Frage, wie lang war mein Flug von Frankfurt nach DC? Scherzfrage, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir haben Tobi mit 9 und Niklas mit 11 und es waren 8,5 Stunden. Das heißt, der gute Tobi erhöht seinen Punktestand auf 8 mittlerweile, ja. Und dann mal weiter mit der nächsten Frage. Das ist keine Schätzfrage. Das heißt buzzern. Welcher Präsident ist auf der 1-Dollar-Note? Bisschen Bildung hier noch. Mikrowellenmeister? Er wird es bestimmt richtig blamieren. George Washington? Mit so kleinem Geld rennt die ja nicht rum. Das ist vollkommen richtig. George Washington. Jawohl. Stark. Okay, nächste Frage. Wer ist auf der 100-Dollar-Note? Na? Man sagt auch, it's all about the Benjamins. Gibt sogar Songs, ja. Tobi? Benjamin Franklin. Richtig. So, da erhöht der Tobi nochmal auf 9 Punkte bei sich. Träumchen. Okay, letzte Frage in diesem Matchup. Nochmal eine Buzzer-Frage. Welche Realverfilmung eines Animes kannte ich, aber Asche nicht im Stream? Raus. Bin ich auch absolut raus. Ja, die ist hart. Ja. Ja gut, da macht es fast gar keinen Sinn, Tipps zu geben, ne, weil die ist echt, die ist schwer, die ist sehr, sehr schwer. Da muss man halt auch wirklich dabei gewesen sein. Fist of the North Star war das, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Nicht mal ich. Siehst du, der Anime-Experte Marvin Texas hat das natürlich gewusst. Ja. So, meine Freunde. Alright, 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 alright. Cool. Dann haben wir vor dem allerletzten Matchup haben wir einen Zwischenstand von Walli 7. Eieieiei. Jakob 8. Tobi 9. Konsti 9. Ja. Und Mikrowellenmeister 11. Richtig. Yeah. Das große Finale, meine Freunde, startet jetzt und es findet statt zwischen Konsti und Jakob, meine Freunde. Ja. Das heißt, diese Pressure. Das heißt, Konsti und Jakob, die sind jetzt 5 Fragen davon entfernt, die entscheiden, ob sie hier das Ding machen oder nicht. Ja. Ah, Leute, so kann es gehen. So kann es gehen. Ja. So wird man halt auch teilweise nur marginal, ja, erlebt man den Unterschied zwischen Zero oder Hero. Ja. Es ist erdrückend, ja, dieser Stress. Es ist sehr, sehr erdrückend, meine Freunde. Gut. Ihr beiden, mal bitte eine 1 in den Chat, dass ihr ready seid. Oh, da kam die Kamera reingeschallert. Ihr seid determined hier, ja, fest entschlossen, das Ding hier zu holen, meine Freunde. Okay. Erste Frage. Wie heißt der erste Newcomer, bei dem ich eine Reaction hochgeladen habe? Konstantin? Was würden?
Das ist vollkommen richtig. Da hat der Konstantin sich hier seinen 10. Punkt. Nächste Frage. Wie heißt die erste Rapperin, die einen Track auf meinem Kanal released hat? Konstantin? Was? Katana? Das mit dem Freestyle? Ja, können wir gelten lassen. Kitana? Ja. Kitana. Was sagt er, Leute? Können wir gelten lassen, oder? Ja. Ich glaube gut genug. Ja, wir sind nicht hier Worldwide Wohnzimmer. Also er ist gleich jetzt mit Mikrowellenmeister. 11 Punkte. Okay. Uff. So. Pass auf. Nächste Frage. Wie heißt mein Lieblingsfilm? Jakob? Ratetiger? Nein. Konzi? Kickboxer? Nein. Jakob? Ich würde nochmal weitergeben. Ich gebe das Ding nochmal zum Buzzern frei. Ja. Und ich gebe euch gleich zwei Tipps auf einmal. Drehbuch ist von Quentin Tarantino und der Anfangsbuchstabe ist F. Müssten mir jetzt Filme mit F einfallen. Keine Pornos bitte, ja? Ich kenne nur einen, der heißt Four Rooms. Four Rooms? Von Tarantino. Nee. Auch geiler Film, ne? Das ist dieser Episodenfilm. Okay. Ja. Also der hat nicht Regie geführt, der hat nur das Drehbuch geschrieben und hat auch mitgespielt in dem Film. Eine der Hauptrollen. Jetzt gebe ich den allerletzten Tipp. Die andere Hauptrolle wurde gespielt von George Clooney. Ich bin raus. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Ja. Da habt ihr aber eine Bildungslücke, ja. Das, warte mal. Macht mal kurz Emote-Chat aus. Können wir mal sehen, ob der Chat es weiß. Das wäre mal interessant. Ah, from das. Weil diese schlägt nur die Hände über den Kopf, ja. Ja. Scheiße. Dafür müsste ich den Film gesehen haben. Ey, der ist mega geil. Der ist mega geil. Gönnt euch den unbedingt. Nicht die Serie und nicht die zwei billigen Direct-to-Video-Fortsetzungen. Ja, das Problem ist, ich habe nur Schlechtes über die Netflix-Serie gelesen und dann einen großen Bogen darüber gemacht. Ja, scheiß auf die Serie, Digga. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich weiß gerade gar nicht, ob der Film sogar auf Netflix ist. Aber ich habe den ungelungen noch nie gesehen. Das merkt man. Ey, hätten nicht alles einfach filmen, Franz. Du bist leise hier, Wally. Raus hier. Wally, du bist schon weg. Ja. Du bist hier schon gestorben. Oh, kaum ist Filmtalk, ist auch der Flissmeister persönlich hier im Chat. Ja. Flair, wir diskutieren gerade, warum Christian Bale der geilste Schauspieler aller Zeiten ist und Tom Cruise seinen Schuh auf den Kopf bekommt. So, und dann mal den Emote-Only-Chat mal ganz schnell wieder an hier, ja, damit wir hier gar keine Antwort kriegen. Super. Sehr schön, okay. Aber wir checken gleich noch deine Single aus, Dickerchen. So, nächste Frage. Bei welcher UFC-Fighterin habe ich gesagt, auf die könnte man 100.000 setzen, weil es safe ist, bevor sie verloren hat? Konstantin? Amanda Nunes vor dem Upset. Absolut raus bei UFC. Da ist Konstantin jetzt mit 12 Punkten in Führung hier. Yosonito, danke für die 200 Bits. Das ist natürlich absolut richtig, ja. Und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage. Ja. Aber Amanda Nunes hat mir auch meinen Wettschein versaut. Das glaube ich dir, Digga, das glaube ich dir. Ich habe sogar noch drüber überlegt, Alter, ob ich echt Kohle drauf setze, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, die Peña, Digga, die hat irgendwas ist mit der, Digga. Ja, die ist anders als das ganze andere Fallobst, was die vorher serviert bekommen hat. Ja. Aber wie heißt die andere? Valentina Shevchenko oder so? Die ist auch krass, ja. Die beiden waren ja so krass unterwegs, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Peña sie rasiert. Safe, ja. E. Kröner, danke für deinen T1 Sub, 13 Monate am Start hier. Und die allerletzte Frage lautet: Was war laut Daniel Slotin das Besondere am Flair-Double aus dem Fanpost 2 Video, weshalb Daniel sich etwas einfallen lassen musste? Konstantin? Dass Flair eine Glatze hatte und die das so akkurat wie möglich nachstellen wollten. Und ich glaube, da hat
Nee, das Flair-Double hatte eine Glatze und Flair hatte da irgendwie So macht's eine Sinn, komische ja. Frisur, wo sie es irgendwie eine Perücke oder so draufkleben musste. Richtig, richtig, ja. Krass, krass. Konsti auf jeden Fall bewiesen, dass auch die Daniel Slotin Taune hier wirklich minutiös aufgesaugt hat. Ja, heftig. Also Emote-Only-Chat könnt ihr Fanboy! ausmachen jetzt, Leute. Ja. David, danke für deinen Twitch-Prime-Sub. 5 Monate am Start. Yeah. So, da haben wir einen unfassbaren Endstand von. Räum mal das Feld mal von hinten auf, würde ich sagen. Da haben wir weit abgeschieden. Walli mit immerhin, ja. 7 Mitmachspunkten, würde ich es nennen. Trostpunkten. Trostpunkten. Walli hat sich gedacht, treu seines Lieblings-YouTubers Leon Lovelock, dabei ist alles. Ja. Und dann haben wir Jakob mit 8 Punkten. Jatrato mit 9 Punkten. Mikrowellenmeister mit 11 Punkten. Und Konstantin, der Pater aus Bayern, der hier auch schon über 1000 Subgifts reingeschallert hat für die Community. Freut mich natürlich persönlich von Herzen. Ja. Kommt Ist hier der gut an. Champ, Alter. Ja. Congratulations, mein Bester. Absolut geil. Hast du dir verdient. Chat, rasiert mal hier. Ja. Macht mal den Marvin California Devil Emote gepaart mit Herzen hier rein. Für tosenden Beifall bitte, ja. Das fände ich aber mal wunderschön hier, ja. Wunderschön. Also erstmal hier, ja. Applaus, meine Freunde. Applaus. Wunderschön. Wunderschön. So, das heißt, Konsti ist auf Platz 1 und bekommt von mir als Weihnachtsbonus einen 250 € Amazon-Gutschein. Mikrowellmeister ist auf Platz 2 und bekommt von mir einen 150 € Amazon-Gutschein. Dann haben wir Tobi. Auf Platz 3 bekommt von mir einen 50 € Amazon-Gutschein. Und Jakob und Walli bekommen für Platz 4 und 5 jeweils einen 25 € Amazon-Gutschein. Jawohl, 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 jawohl. Naja, das Gute ist, dann kann ich mir in 2 Monaten die Sony Black 2 Box damit holen. Das viel Bessere ist, mit dem Gutschein muss ich nicht mein eigenes Money für CCN3 ausgeben, für diese Babajacke. Ich schreibe gerade. Ja. Das war gar kein schlechter Diss an deinen Lieblingsrapper, ja? Walli, ne? Der war ganz gut. Ich glaube, ich hatte die CCN4-Box, hatte ich auch nicht wenig später für ein Zwanni gesehen bei Mediamarkt oder so, ja? Ja, ich habe mir die CCN4-Box, habe ich mir ein halbes Jahr später oder so, habe ich mir für 21 oder 22 geholt. Aber pass auf, Und willst du dir wirklich für 20 € willst du dir wirklich so einen schimmeligen Pullover um die Hüften hängen oder? nee, also diesmal wird es entweder, also ich habe schon geschaut, ist die, was bleibt das in der Box, glaube ich, bei 23 und die Alpha Gene 2 Box bei 18 Euro, also Ja, eine das habe ich auch Bedingung bei gesehen. jetzt. Ja, Alpha Gene 2 ist bei 17,90 € oder so, ja. Ja, irgend sowas. Weißt du noch, was da drinne war? War da irgendwas Cooles drinne? Also Ja, irgendein es war cooler Hoodie oder eine sowas? Kette, T-Shirt. Waren da nicht auch Ja, Manschettengürtel oder was Blutampulle. drinnen? Nee, das war in Nein. der aktuellen. Das Das war mit so der der. Blutampulle. Ja, genau. Ah, okay. Ey, eigentlich nicht schlecht, ja, für 17,90. Vielleicht geht Kolle dann noch Gold damit, ja. Wäre cool, ja. Vielleicht verscherbelt er deswegen das. USB-Stick, ah ja, okay. Aber ich glaube, man kann von Sicherheit sagen, die Jacke, die Flair drin hat in der Box, die wird nicht so sein. Die wird nicht schimmeln. Und die Ach wird auch, so. da werden auch keine Wie gesagt, Einzüge oder so fehlen, dass die dann so lapprig ist, wie man es bei Adlersong gesehen hat. Ich hab die ja hier, ja. Ich habe die auch schon auf Herz und Nieren geprüft. Und wenn ich hier nachts mal zum 7-Eleven fahre und möglichst asozial aussehen möchte, dass mich hier gar keiner von den Goons anschaut, ja, dann ziehe ich mir die auch mal an. Und dann, ich muss auch sagen, die ist bequem, aber trotzdem stabil und robust und alles drum und dran und hält auch warm, ja. Jetzt hier gerade in DC ist es schweinekalt und die kann man sich auch im Winter schön anziehen und alles drum und dran ist perfekt. An sich schade echt, dass das nicht geklappt hat, ja, dass das zu Weihnachten rauskommt, weil es wäre echt ein cooles Weihnachtsgeschenk gewesen. Jeden Ja, Fall. aber man merkt auch, als in dem Talk, was du mit den zwei Jungs hochgeladen hast, wie du die so gehoben hast und hingelegt hast und so, dass die jetzt nicht so eine Mülljacke ist, sondern die kann schon was. Und Richtig, richtig, ja. ich bin immer noch am Spekulieren, aber ich habe jetzt die neue Single noch nicht gehört, aber die anderen zwei. Ja, die neue Single, ich weiß nicht, ja. Also, Flair feiere ich ja sowieso kaum, ja.
Nee, aber ich sehe gerade im Chat, das war etwas. Marvin, ich schick mal den Link zu deinem Merch-Store, weil da gibt es auch gute Hoodies. Ja, weil ich auch das gute Qualität, hält warm, nicht schlapprig. Ein Träumchen. Schimmelt nicht. Schimmelt vor allen Dingen nicht, ja. Das muss man heutzutage mal dazu sagen. Ja. Da bekommt man auch keine Krümel oder so drauf. Richtig, ja. Alright. Gut, Jungs, ey, hat mega Spaß gemacht, Alter. Wirklich, also vielen Dank für eure Zeit. Nochmal vielen Dank für eure Aufopferungsbereitschaft hier als Mods. Ich kann mir kein besseres Team vorstellen. Ich bin stolz auf jeden einzelnen von euch. Ich bedanke mich wirklich bei allen von euch. Ey, es ist Hammer. Es macht Spaß. Und es ist auch nur, ist für mich selber einfach nur deswegen möglich, nicht unbedingt jetzt immer auf den Chat zu schielen, jede Sekunde und hier dann auch eine entertainende Show abzuliefern, weil ihr mir den Rücken stärkt. Und da bin ich euch sehr, sehr dankbar für. Deswegen, ich hoffe, das gerade war so wenigstens so eine kleine Geste von mir, um euch ein bisschen was zurückzugeben. Und es wird auch nicht die letzte sein. Und ich freue mich darauf, dass wir hier noch viele schöne Abende miteinander haben. Und war schön, euch alle zu hören und mit euch auch ein bisschen Zeit hier zu verbringen. Mega geil. Danke. Ja, vielen Dank auch. Ja, vielen Dank. Marvin, wenn du das nächste Mal in München bist, München wird brennen. München wird brennen, ja. Egal, wo wir uns sehen, da brennt es immer, Digga. Weißt du doch. Auf jeden Fall. Hot Mods, sagt auch Schoko Snow hier, ja. Schoko Snow, ich habe das Gefühl, dass du bist gerade sehr, sehr, sehr cozy unterwegs, ja. Ja, das merke ich schon. Aber gefällt mir. Finde ich gut. Weiter so. Ja. Wenn Marvin in Deutschland ist, wieder ein Cheesy auf Nacken. Ja. Genau. Nächstes Mal lade ich euch alle bei McDonald's zum Essen ein auf einen Cheeseburger, meine Freunde. Nee, lass stecken. Aber Walli muss auf eigene Kosten anfahren. Ja, und wir treffen uns in Hamburg. Ja, wobei Hamburg, da gibt es einen Zug von mir. Also von mir. Ach, Zug, das ja. Ist dein Zug, Alter, ja. Von dir, du brauchst 4 Stunden, bis du mal in der Zivilisation bist, Alter. Du hast ja keinen Flughafen bei dir in der Nähe. Nix, Alter, ja. Oh, naja, fangen wir damit erst gar nicht an. Ja. Einfach einen schönen Inlandsflug von München nach Hamburg. Richtig, ja. Bisschen die Grünen ärgern. Ein Mann von Welt. Schön für den Klimawandel. Richtig, ja. Sedos, ja. Dankeschön für 1.000er hier ringeschallert. Mensch, Diggerchen, ja. Erstmal Cheers darauf. Boom. Karl Müller verwechselt Cupcakes mit Mock. Oder mit Animus. Aber gut, Jungs, dann wie gesagt, würde ich mich erstmal von euch verabschieden. Vielen Dank für eure Zeit. Tobi, vor allen Dingen auch an dich nochmal. Ich weiß, du musstest heute ein bisschen umdisponieren, um heute überhaupt mit hier am Start zu sein. Ja, deswegen vielen lieben Dank auch nochmal an dich ganz persönlich. Und wie gesagt, danke für eure Arbeit. Danke, dass ihr für mich da seid. Und Kuss geht raus an euch alle. Okay? Jo. Dankeschön. Ciao, ciao. Super. Ciao, ciao. Ja, alright. Na, das war doch eine lustige Runde. Spaß gemacht, ne? Yeah.